So, jetzt sind wir voll. Nicht voll, aber zählig. Können wir einen erzählen. Ja, Karfreitag. Willkommen zum Kreuzigungsverfahren. In eurem Kreuzzug für euer Selbst. Zug um Zug. Da ist ein Kreuzzug, habt ihr eingefahren. Zur Regie. Mit Kappe. Ja, hör mal. Ja gut, wer hat schon ersten Oster? Nee, heute ist ja noch nicht Oster. Heute wird ja erstmal einer weggekriegt. Ja, irgendwer fängt an zum... Oder hat sich wieder keiner wie ich vorbereitet. Ihr hättet lieber vorbereitet sollen, bevor geboren werden, ob ihr eine Frage gestellt, wollt ihr oder wollt ihr nicht. Und dann, nein, nicht schon wieder. Gut, fangen wir da an und dann gehen wir weiter. Kennen wir uns schon, Dino? Na, das erste Mal doch. Ich bin Österreicher. Ich hör's. Ja, da war ich ja sonst auch immer, aber... Warum nicht mehr? Hm? Warum nicht mehr? Das ist weit. Für mich ja. Ja, da oben. Jetzt könnt ihr mal fahren. Nee, das ist... Wie lange war? 20 Jahre da irgendwo rumgekraucht. Nee, jetzt können sie alle kommen. Jetzt wird mir nicht der Igel, der übersitzen bleibt. Lass mal die Hasen laufen. Und hast du, aber du hast dich heute auch schon mal vorgeguckt in Videos oder so. Ich beschäftige mich schon 10 Jahre mit dem Ramana und mit dem Nistagatter. Und bevor ein paar Jahre hat es dann einfach. Vorbeugend? Ja, gar nichts. Was? Wir sind schon total. Ja, und hast du noch irgendwelche Fragen? Wir haben schon so lange darüber. Das wäre ja auch was gewesen. 10 Jahre, haben wir noch. Und Niha. Sagata. Nee, kann nichts mehr übrig geblieben. Aber so lange. Bitte? Ich war nämlich beim Andreas Müller vor einiger Zeit einmal. Aber das war schon vollkommen sinnlos. Das war schon vollkommen sinnlos. Ja, wenn keiner da ist, passiert ja auch nichts. Ich, das wäre mir auch ein bisschen dröge. Also keiner da, immer keiner da. Wo ist die Beschreibung vom Hermann Hesse in Zitaten nicht sehr treffend zum Schluss, wo er einfach nur noch schaut? Obwohl nicht er schaut. Es ist einfach nur schauen, was passiert, aber keiner Besitzer mehr vom Schauen. Es ist einfach nur, ist das damit gemeint von Hermann Hesse, sein Zitat da, die Schlusssätze? Ich weiß, ich habe es nicht gelesen. Okay. Ich habe den Film doch geguckt, aber da guckt dahinter, da guckt immer noch einer. Scheiße. Ich weiß nicht, es gibt so viele Hinweise, aber es, wenn du mich fragst, ist alles, es war einmal. Es war einmal ein Hesse und der, ja. Erbarme, die der Hesse kommt. Ich weiß nicht. Er hat schöne Sachen gesagt. Aber auch das Schöne oder das, was einen, was man dann verstehen kann und was einen dann auch berührt, ist halt auch immer alles flüchtig. Und man kann dann ein bisschen dran, wie ein Osterei, hat man ein paar Bissen was von und dann ist weg. Ja, aber die trockene Überraschung ist letztendlich, dass eigentlich das ganze Leben ganz normal bleibt. Es ist einfach, es will keiner mehr wohin kommen. Das ist eigentlich dann alles. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, dann will keiner wohin kommen, also war vor einer da, der wohin kommen wollte. Ja, es ist eben nichts mehr. Ja, aber das ist, aber es ist immer noch ein Unterschied zwischen dem einen vorher und dem jetzt. Und das nenne ich eigentlich immer Märchenstunde. Es war einmal, der hatte Intention und jetzt ist einer da, der keine Intention hat. Also wer ist dann noch
jedes Leben, was sie einfach lebt, das, ja. Es gibt dann keinen mehr drinnen als Besitzer, der was in der Person sitzt und sagt, er ist es, der was jetzt irgendwo hinkommen müsste, weil das normale Leben die trockene Wahrheit ist, die was keinen mehr kehrt. Ja, aber ist das was Neues? Nee, eben nicht. Ja, aber es hörte sich so an, weil vorher war einer da und jetzt ist einer durch die Sache gekommen. Nein, das von Andreas Müller ist nicht. Das ist ein Weg von einem Ich und ja. Das ist für mich, das war gleich gar nicht stimmig. Also, ich würde sagen, für niemanden. Du hast also, du dachtest also, das war vor einer da und war keiner mehr da, irgendwann mal. Ja, ich würde sagen, er ist auf die Lehre ausgerichtet. Auf niemanden halt. Es ist wieder ja, wer da, der sich positioniert. Ja, das wollte ich darauf hinaus. Damit keiner sein kann, muss ja einer sein, dem es ausfällt. Oder der irgendwas. Also, das Gewahrsein. Ja, das Gewahrsein ist immer noch. Ja, was ist es? Alle reden drüber und keiner weiß, was es ist. Alle weisen darauf hin, Gewahrsein, Gewahrsein. Und eine schöne Ware, kann man gut verkaufen. Du bist reines Gewahrsein und du bist das und so. Schöne Worte, ne? Und ja, ich auch. Ja, ich auch. Also, aber keine Frage mehr übrig sonst. Es sind einmal ein paar Monate die Videos von dir auf und ab gelaufen vor einiger Zeit und zum Aufstehen zum Bett gehen. Vom Aufstehen bis zum Bett gehen? Ja, ich habe einen sehr gepeinigten Weg. Das war, das ist, das ist echt Folter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt aufnehme und muss zu Hause nochmal nachgucken, ob was drauf ist auf dem Ding und so ein paar Sekunden, 10 Sekunden, das ist für mich schon Qual, mich anzuhören. Aber wenn ich dann einen sage, der so lange da und dann auch guckt und so, da kommt bei mir starkes Mitgefühl. Es ist eher so, wenn ich die Worte höre, wie du sagst, dann ist das einfach nur eine Beschreibung für das, wie es da erfahren wird. Wobei keiner mehr erfährt, das ist eben genau das Verrückte, das Paradoxe. Es ist einfach nur die Bestätigung für das, was da im Bar auch ist. Wobei es keinen Bezugspunkt gibt mehr. Aber wie gesagt, für mich ist kein Bezugspunkt immer noch einer zu viel. Ja. Also ich bin da. Das Rikhe Tanya, das wird der geheißen, der Inder, der Philosoph. Sorry. Rikhe Tanya, keine Ahnung. Man kann. Der Sankara Kareya, den kennst. Tankara? Nicht Tanga. Sri Sankarakareya. Der hat die Vedanta erklärt und der hat eben gesagt, zu Shankara. Shankaracharya. Oder? Ich spreche es vielleicht falsch aus. Ja, Shankaracharya, das ist der, die. Das sind die. Die was Vedanta gelehrt hat. Der war ein Meister des Vedanta, ja, Shankaracharya. Aber das ist schon lange her. Der spricht ja von dieser Wahrheit, die was von sich nicht mehr behauptet, dass es eine Wahrheit ist, weil es jenseits von Gewahrsein ist. Und nicht einmal vom Konzept von Gewahrsein. Der spricht ja von dem, er schreibt von dem. Ja, es sind immer die Hinweise darauf, auf die Wahrheit, die keine Wahrheit kennt. Das ist eben die Realisierung, von der was gesprochen wird, wo sie das Ich verliert, in die Ichlosigkeit. Aber eben nicht ins Nichts, sondern es fällt in sich zurück und da ist nicht immer nur das Gewahrsein dann da. Die Präsenz bricht zusammen. Es bricht nicht zusammen. Es bleibt eben letztendlich genauso trocken, das Leben, wie es eben ist dann. Offen, da ist eben kein Besitzer mehr. Es war nie einer da, wie kann der zusammenbrechen? Ja, es passiert, muss sie nicht in der Scheinbarkeit so gesehen. Da ist auch, da passiert nichts. Ja, eben, das trockene, einfache Leben bleibt übrig. Das Trockene? Ja, es kann auch mal freudvoll sein. Oder mit das feuchtet, das feuchte, das trockene. Du redest jetzt, wo er drüber gesprochen hat, das Substratum verbleibt als das, was es ist oder so. Also das total Abstrakte, was nicht mehr zu abstrahieren wäre. Also es hat sich so abstrahiert, dass es nur als das übrig bleibt, wo es nichts mehr zu, wo nichts mehr gehen kann und nichts mehr kommen kann. Das,
Und von da aus lebt er sich dann. Oder der lebt gar keiner mehr, hat sich ja nie einer gelebt. Der Besitzer fällt weg. Der Besitzer kann nicht wegfallen, weil es ihn nie gab. Das ist das Problem. Aber man kann es nur so mit Worten schauen. Nein, man könnte auch anders ausdrücken und sagen, der Besitzer ist zwar noch da, aber... Es juckt keinen mehr. Es hat nie einen gejuckt. Du bist mit und ohne Besitzer halt das, was du bist. Und ob der jetzt geht oder nicht geht, ist vollkommen irrelevant. Ja, und das, was stirbt, ist eben die Suche, dass man in der Da stirbt noch keine Suche. Die Suche geht weiter. Was man hofft ja immer, dass man was findet. Ja, weil man hofft vielleicht immer noch, dass man was findet, aber nicht, aber vielleicht seine Brille oder so. Das ist absolut. Das ist einfach, weil das ist man ja. Das bist du. Das hat auch nie was gesucht. Das war immer das, was es ist. Da gab es, die Suche gehört zum Bewusstsein. Das Bewusstsein wird weitersuchen. Die Liebe hört nicht auf. Aber man hofft sie kein Gewinn darin. Das Bewusstsein hofft immer noch. Die Liebe. Die Hoffnung hat, ist eine unendliche, unerschöpfliche Kraft. Die ist immer da als Bewusstsein. Die wird immer suchen nach sich selbst. Und wem kümmert es, ob es weitersucht? Das ist die Frage. Wer hat den Vorteil, wenn das Bewusstsein aufhört zu suchen? Das Bewusstsein vielleicht, aber. Was ist ein Vorteil, auch wieder ein Nachteil? Weil jetzt etwas da ist, was einen Vorteil braucht. Du kannst immer hindrehen, wie du willst. Das Bewusstsein kriegst du nicht los. Es ist eigentlich deine ständige, nein, ich will es nicht sagen, Nutte. Die schafft immer an, aber schafft nichts. Also die schafft ständig an. Das ist wie bei einem Zauberlehrling, da, wo du ständig Wissen anschafft, aber keiner braucht. Immer neue Sachen, immer irgendwas, aber nie zum Ende kommt. Weil Bewusstsein nie sich kennen wird, weil dafür bräuchte es zwei Bewusstsein. Also. Ja, ich habe zu Beginn ein paar Jahre lang geglaubt, weil ich Eckhart Tolle wirklich studiert habe, vor 6, 7 Jahren. Oh. Also da war so ein Ende genommen, aber da habe ich wirklich geglaubt, dass eben das Gewahrsein, was auf die Leere, auf den Raum selbst konzentriert ist, dass das ist. Ja. Das war so lange der Fokus von mir. Die Fallen sind unendlich. Ja, aber der ist eben das Gewahrsein, was eben die Lüge ist. Also er ist einfach, was er ist. Dann ist auch Gewahrsein halt immer noch. Ja, was? Falsch. Alles, was du irgendwann erreichen kannst, jeder Umstand, jede Sache ist in sich falsch. Letztendlich bist du eben alles, das Gewahrsein, das Bewusstsein und die Unbewusstheit. Eben du bist weder noch. Ja, es ist das Paradox. Ja, du bist weder noch. Weder bist du noch bist du nicht. Also das, was du bist, weiß nicht, ob es ist oder nicht ist. Ist eine Fraglosigkeit von Sein, die nichts wissen muss, um zu sein. Das Bewusstsein ist schon wissendes Sein. Es ist der Hintergrund vom Hintergrund. Der Hintergrund ist auch schon, lass die ganzen Begriffe, Hintergrund von Hintergrund und Untergrund vom Untergrund und Velvet Underground, mach am liebsten. Der Jenseits von dem, der wusste das Jenseits ist auch schon wieder in eine Richtung irgendwo. Es ist weder ein Jenseits noch ein Diesseits. Dieses Neti-Neti ist, wenn überhaupt, der Hinweis drauf. Das muss gar nicht sein, um zu sein. Das kann keiner in sich begreifen. Das zu sein, was gar nicht sein muss, um zu sein, das ist unbegreiflich für etwas, was jetzt von Begriffen lebt. Von Jenseits, von irgendetwas. Also ich weiß daraufhin, was du bist, aber nicht, was man durch irgendeine Erfahrung werden kann. Aber auch nicht verlieren kann. Das zu sein, kannst du eigentlich nicht sein. Das ist die Ausweglosigkeit deiner Existenz. Da vorne fummelt immer einer rum, der versucht, einen Ausweg zu finden, aber manchmal denkt, also er gibt auch an, dass er einen gefunden hat. Das Gewahrsein ist das. Du bist ein Nichts. Er macht immer große Begrifflichkeiten. Aber immer ahnungslos. Und die Ahnungslosigkeit ist immer das, was sie ist. War und sein wird. Und da vorne, dieses Bewusstsein hat immer Ahnung oder keine Ahnung. Es weiß, ist bewusst oder unbewusst, alles, was man darüber sprechen kann. Aber also was tun? Lassen wir das Bewusstsein fummeln, wie es will. Können wir gönnen, ne? Können wir großzügig sein. Lassen wir es doch fummeln. Nicht fummeln, Liebling, nein, fummle doch weiter. Nach hinten. Nicht fummeln. Ja. Also kannst über das, was weder ist noch nicht ist,
kann man viel darüber erzählen, aber es hat keinen jemals gegeben, der es verloren hat oder erreichen kann. Und doch bist du es. Aber nicht, weil du jetzt gewahr bist oder diesem Jenseits oder Begrifflichkeit oder irgendetwas. Also du hast keinen Grund, du brauchst keinen Grund, um zu sein. Diese Grundlosigkeit von Existenz braucht keinen Grund und keinen Hinweis auf Jenseits und der hintere Hintergrund, der Vordergrund spielt, das Gewahrsein, wovon links das und du Gott, was habe ich da schon alles gehört? Ich bin jetzt reines Gewahrsein, nur noch der Spiegel, in dem sich alle spiegeln, die Leinwand, wo nur noch die Filme drauf laufen, aber selbst nicht berührt wird. Oh. Ja? Haben wir nicht schon alles gehört, den ganzen Film? Jetzt sitzt er hier. Das ist verrückt, ne? Die Fallen sind unendlich und du wirst immer wieder reintreten. Egal wie, du kannst die Liebe nicht abschalten. Sobald du die Wahrnehmung aufgeht, verliebt sie sich. Liebe auf den ersten Blick. Und schon bist du wieder im Arsch. Du kannst nicht auf dich reinfallen. Du fällst immer wieder rein und auf Begrifflichkeiten, auf Zustände, auf Ebenen, auf Dimensionen und irgendwo. Ist bei Brahmas Tag und Nacht dann einfach nur die Leere und die Fülle gemeint? Bei der Nacht die Leere und bei dem Tag? Er meinte die Anwesenheit und die Abwesenheit. Ja, es ist nicht die Fülle und die Leere, es ist einfach nur die Anwesenheit. Präsenz. Und die Abwesenheit. Mit Abwesenheit ist aber nicht das Gewahrsein gemeint, was auf Leere ist. Nein, alles, worüber man sprechen kann, ist Anwesenheit. Und da gibt es die Abwesenheit von was immer du, die Leere ist auch schon, über was man sprechen kann. Ja. Im Gegenteil, die Abwesenheit ist halt das Polare, wo die Abwesenheit und die Anwesenheit nicht zwei sind. Mhm. Weil du bist das Wesen der Abwesenheit und das Wesen der Anwesenheit. Das ist das Wesentliche, zu sein, das Wesen zu sein. Aber nicht, dass man jetzt einen Begriff für sich hat. Da ist die Fülle, da ist die Leere, nein. Es gibt nicht da die Fülle, da die Leere. Es gibt, du bist das Wesen an sich, das absolute Wesen, was anwesend sich erfährt und abwesend erfährt. Aber du bist im Anwesenden nicht anwesend und im Abwesenden nicht abwesend. Die Positionierung stirbt doch. Es gibt keine, stirbt gar nichts. Für niemand so gesehen. Gott, oh Gott, stirbt was. Du wirst immer noch irgendwo einen Punkt machen und von da an geht's bergab. Oder bergab. Man kann ja keine Worte dafür benutzen. Hör mir zu. Man kann. Wer sagt, man kann nicht? Warum begrenzt du dein Ding da oben? Deine absolute Intelligenz hat keine Grenzen von sich darüber zu sprechen. Und das auch so, dass was auch immer. Wer sagt, da kann man nicht drüber sprechen? Wer sagt, das kann man nicht ausdrücken? Wer sagt das? Nur der es vielleicht für sich nicht kann. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht wirklich möglich ist. Weil in der absoluten Seinssache, über die ich rede, ist alles möglich. Auch das Unmögliche. Es gibt doch nicht irgendeine Grenze von Verstehen oder irgendeinen Scheiß. Ja? Und damit rettet sich natürlich der Kleine wieder, weil da kann man ja nicht drüber reden, das kann man nicht denken, da habe ich meine Grenze. Dann kann ich auch das verbleiben als das, was ich bin. Immer schön, ich, mein kleines Phantom, hat meine Grenze gefunden. Ich bin zwar aber alles durchdrungen, aber ja, jetzt habe ich ein Ende gefunden. Aber weil ich ein Ende gefunden habe, bin ich noch. Ich habe ja das Ende gefunden. Ja? Mich da bestätigt, indem ich das Ende gefunden habe. Von da an kann man nicht mehr drüber reden. Jetzt ist Schluss. Bis ich wieder anfange. Verrückt, ne? Ja, sei mal ehrlich mit dir. Das ist total absolute Ehrlichkeit. Du verarschst dich ständig selbst. Oder nicht? Wie du meinst. Nicht wie du meinst. Ich kenne diesen Heini hier. Der verarscht dich unendlich. Aber. Und man spricht immer zu zwei Ebenen, wenn man so mit Wörtern. Das ausdrückt. Man spricht irgendwie von der Traumebene, wo einfach das Ich drin ist, das was dann trotzdem bleibt, aber kein Besitzer mehr drin ist, in dem Ich. Und von dem absoluten Ich, wie der Ramana Ich eben sagt. Das ist der absolute Besitzer. Das ist eben der absolute Besitzer, ja. Du bist das Sein, mehr geht nicht. Ja, ja.
Also bist du auch der absolute Besitzer von sich selbst, das Selbst zu sein, das sich selbst nicht kennt und kein Selbst hat. Aber dann hat es natürlich nicht mehr alle und stellt sich selbst vor. Da kannst du nicht mit aufhören. Ja? Wenn man nicht mehr alle hat, stellt man sich selbst vor. Was soll man sonst machen? Stell ich mich heute mal vor. Hallo, ich selbst, du selbst. Ach, du auch selbst. Ah, gut. Sind wir alle selbst. Im Wesen sind wir eins, ne? Hey, selbst. Sind wir im Wesen eins? Welches Selbst muss ich dann erkennen und dann reflektieren und realisieren, dass es ja das Selbst ist? Welches Selbst könnte das sein? Du redest vom Gewahrsein. Nee, ich rede von einem Phantom selbst. Nur Phantom-Selbste können sich realisieren als etwas. Weil das, was das ist, kennt man niemals selbst. Das hat keine Notwendigkeit für irgendeine Realisation oder irgendetwas. Was wäre das denn? Und doch bleibt das kleine Ich bestehen. Wie kann etwas bestehen, was nicht da war? Nein. Aber von dem spricht der Sankara Kriya, dass eben die Realisation, die was letztendlich gar nicht gibt, weil es ja im Traum durch stattfindet, da fällt einfach was weg, der Besitzer eben, der verliert sie. Der kann nicht wegfallen. Ja, wer gar nicht da ist. Wie kann etwas weggehen, was gar nicht existiert? Ja, frag dich, was fällt da weg? Und was war vorher da, was ist dann nicht mehr da? Man denkt gar nicht mehr über die ganzen Spirituellen. Wer denkt dann nicht mehr drüber nach? Ja, es ist eben komplett sinnfrei. Was? Das ist systemfrei? Ach. Aber wenn ich jetzt zuhöre, glaube ich, er hat wirklich mit sich gut im was auch immer. Was? Ja. Du denkst, du bist hier sehr nah. Ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Damit. Also, muss man auch nicht. Nein, es ist einfach eine Feststellung, manchmal ist einfach Leere da, da wird der Schau durch alles durch. Dann ist aber der Schauende, der kehrt mir aber nicht, das schaut für sich selbst, das Leben kehrt sich selbst so gesehen irgendwie. Ich kann es aber mit Wörtern nicht beschreiben. Aber ich von dem, was der Ramana ständig redet oder der Nisargatta, von dem, was die da reden, mir ist das total bewusst, was da gemeint ist, aber ich kann es nicht beschreiben, ich lese da direkt das aus, was da gemeint wird. Und ich denke da gar nicht mehr drüber nach, weil das so offensichtlich einfach das ist, dass man da nicht drüber reden kann. Ich kann es zumindest jetzt noch nicht. Ja. Das ist einfach. Und trotzdem ist auf einmal die ganze spirituelle Suche weggebrochen. Die Meditation ist nach 10 Jahren weggebrochen, wo ich nur noch nach Gewahrsein meditiert habe, was vollkommen ja damals nötig war, vermutlich. Ja, jeder hat seinen Weg. Ja, total, aber letztendlich ist man der Weg. Aber der ist man ja nicht so als Besitzer. Ich höre immer nur irgendwen anders sprechen, wenn du sprichst. Irgendwelche Bücher, die irgendwelche Leute, die irgendwas gesagt haben. Ja, Ramana da wiederholt, oder? Ja, ich zittere mich dahin, aber manchmal nicht, aber wenn ich dir zuhöre, höre ich, du hast viel gelesen und viel drüber nachgedacht und denkst zum Schluss gekommen, du resonierst und da gibt es eine Resonanz in dir und irgendetwas. Ich lese aber kein Ramana mehr und da kein Nisargatta mehr. Das ist ja, einfach das auch nicht mehr, da findet man nichts drin. Das ist ja das Schöne, dass man nichts finden kann. Ja, eben. Weil man nichts verloren hat. Bin ich heute nur das letzte Mal da, weil man dachte, als Abschluss, dass ich mir das noch einmal gebe. Nochmal. Ja, keine Ahnung. Nein, stimmt auch nicht. Das ist auch Schwachsinn. Ja, man. Ich mir dachte, jetzt lebst du noch. Nee, man sollte sich schon mal ins Feuer dann begeben, das stimmt. Wenn man. Der Teufel, der hat, wenn man sich wirklich kennt, weiß man, der Teufel verarscht einen ständig. Der ist ständig präsent. Der kann einen mit viel Wissen, mit viel Erfahrung und Verwirklichung und Dingen und so, der verführt einen ständig, dass man denkt, jetzt das ist es und das ist es und das ist es und dann verspricht er einem wieder viel. Und möglicherweise sollte man das dann mal den Teufel in die Hölle schicken. Meistens kommen, naja, wir können die Hölle aufbauen. Müde bin ich, gehe zur Ruhe. Ja. Naja, wir haben ein bisschen Zeit. Bleibst du die ganze Zeit hier? Ziemlich. Boah. Naja, dann kommen wir noch ein bisschen.
Ich rede normalerweise recht viel. Also. Bitte? Kann schon sein, dass ich nur irgendwas beitrage. Ja, darum habe ich gleich den richtigen genommen. Ich bin eigentlich auch im Kunstbereich aktiv. Kein was? Du bist ja noch im Kunstbereich aktiv, oder? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Nee. Und Peyote-Erfahrungen und so, manchmal noch. Boah, bist du bescheuert. Oder eher DMT. Das ist 50 Jahre her. Mann, das darf man gar nicht dran denken. Was für ein Scheiß man alles gemacht hat. Aber das ist das Schöne, man macht den ganzen Scheiß, obwohl es wirklich nichts gebracht hat. Es ist einfach nur die Freude da, dass alles nichts gebracht hat und nichts genommen hat. Es bleibt immer nur Freude übrig. Bringt auch nichts. Wer ist nicht? War nichts, ist nichts, wird nichts sein. Und doch wirst du dich nicht los. Was wirst du machen? Der nächste Schluck Kaffee ist genauso bescheuert wie die tiefste Realisation deines Wesens. Nichts, kein Unterschied. Der nächste Augenblick ist genauso voll oder leer oder irgendetwas. Und es gibt kein Entkommen. Weil das nächste wird immer das nächste sein und dann der übernächste ist vielleicht der Tod und beim Tod wird auch nichts passieren. Wahnsinn, ne? Beim Geborenwerden ist nichts passiert, beim Tod wird auch nichts passieren, war nichts. Nothing ever happened. Und doch hört es nicht auf. Wahrscheinlich, weil es nie angefangen hat, der Scheiß. Man denkt immer, man hat's was. Tja, und dann sitze ich hier vollkommen. Macht ja Spaß, ne? Und ich freue mich immer noch zu sitzen irgendwo, darüber zu reden, was keiner braucht. Wundere mich ständig immer wieder, über etwas reden zu müssen oder zu können oder was auch immer, das wirklich keiner braucht. Weil ich sehe hier keinen, ich sehe immer nur die Vollkommenheit von dem, was du bist, das Wesen, was immer in sich vollkommen ist und nie irgendein mehr oder weniger braucht und kein Vor- oder Nachteil kennt oder irgendwas. Und das ist immer, das reicht. Was tun? Und dann kann man sich darüber unterhalten, was man gelesen hat, was man erfahren, welcher Weg und wo einem noch was auch immer die Plattfüße erreicht haben oder wie lange man auf dem Berg gesessen hat oder am Berg und wie viel Lichterfahrung und wie viel irgendetwas und wunderbar, ne? Ich liebe das alles, aber nur, weil es alles nichts gebracht hat. Ja, können wir darauf hinweisen, dass dem, was du bist, nie etwas fehlt und nie etwas nahe kommt. Da ist immer eine Selbstzufriedenheit, die keine Zufriedenheit braucht. Das kann man nicht verstehen, ne? Naja, muss man auch nicht. Wenn Frust da ist, dann ist Frust da. Egal was da ist, es ist einfach da. Ja. Das ist dann der Frieden eigentlich, weil es kein mehr gibt, was dagegen was hat. Na, der Frieden, über den wir reden können, den kannst du auch gleich vergessen. Das ist die Leere. Auch die Leere ist auch scheiße. Aber das ist ja der Frieden. Nee, ist doch kein Frieden. Nein, eben nicht. Aber es ist wieder halt verkauft. Ja, wir sind ja nicht im. Das heißt, darum nenne ich ja Gewahrsein immer eine gute Ware. Ware, die Ware sein, die man ihm verkauft. AG, wahr, sein. Oh. Gewahrsein ist schon der letzte und der erste Scheiß und der letzte Scheiß, mit dem man sich befassen könnte. Und keiner kann ihm entkommen. Wie nach Bibel, ne? Die Letzten werden die Ersten oder das Erste wird das Letzte sein und immer das Gewahrsein ist das Erste und das Letzte, was du erfährst, aber was du bist, bis vor, während und danach, was es ist. Man brauchte nie Gewahrsein, aber es kriegt es nicht los. Du kannst dem Gewahrsein nicht entkommen, das ist alles. Weil du kannst nicht wollen, nicht wach zu werden. Weil wenn du wach bist, ist schon zu spät. Wahnsinn. Kein Entkommen. Jeden Morgen, wenn du vorher da bist, wärst und könntest dich entscheiden, wach werden oder nicht, würdest du immer sagen, nein, bleib da, wo keiner ist.
Und dann jeden Morgen ganz out of the blue, hallo, scheiße. Dann geht der ganze Tag wieder los. Und dann wundert man sich, was, ich schon wieder. Ich bin doch realisiert. Ich bin doch das Absolute. Warum muss ich schon wieder wach werden? Jeden Morgen murmelt das vor sich hin. Und dann immer in diese sogenannte Leere gucken. Total gelangweilt in die Leere gucken. Passiert nichts. Die tägliche Meditation des Selbstes, in das zu schauen, was nichts bringt und nichts nimmt. Oh, alles leer und leer. Und dann, aber in den 70er Jahren hast du auch noch meditiert, oder? Nee, ich habe nie meditiert. Oder hast du nie meditiert? Nee. Okay. Meine Freunde sind nach Pune und haben meditiert und ich bin nach Mexiko und habe auf der Pyramide gesessen und habe mir die Landschaft angeguckt. Nee, meditieren war nicht mein Ding. Nee. Ich habe den inneren Dialog angehalten. Das war mal lustig. 3 Monate in Mexiko und nach 4, 5 Wochen, wenn du mit keinem redest und die Sprache nicht kennst, hörst du auf, mit dir selbst zu reden. Das ist eine schöne Technik. Wenn du nicht mehr mit dir selbst redest, gibt's auch, erklärst du die Welt nicht mehr. Du bist einfach nur noch, ja, schauen. Nur noch wundern. Dann bist du im Flieger nach Frankfurt und dann redet die Schuhe das auf Deutsch an und schon bist du zurück. Scheiß. Du warst so schön im Nirvana der Gedankenfreiheit. Keine Erklärung mehr, keine Dialoge. Keiner lügt mehr, auch du nicht. Er log und log. Dialog. Sobald man aufhört, sich die Welt zu erklären, mit sich zu sprechen, gibt es sie gar nicht mehr. Schon verrückt, ne? Das kann man üben dann. Es gibt dann so eine Art Vipassana-Übung, wo man den inneren Dialog abschaltet durch so eine Technik wie bei mir. Keine Sprache und im Land sein, wo noch Eindrücke. Oder 3 Wochen Vipassana-Training irgendwo sitzen und... Also es geht, kann man machen. Bloß das, was weggehen kann, kommt auch wieder. Im nächsten Moment fängst du wieder an, das Ding zusammenzubauen. Und dann wird es genauso schlimm wie vorher oder schlimmer. Weil du weißt dann, wie schön es ist ohne den Dialog. Und dann kommt da wieder der Lügner und lügt sich wieder ein in die Tasche. Also das ist sowieso ein Satori dann für eine Zeit. Dann hast du es mal richtig, es stört dich nichts mehr. Du erklärst in die Welt, alles ist so, genau so, wie es zu sein hat, weil du zweifelst an nichts mehr und dir selbst nicht mehr. Du bist einfach nur noch so da, mit und ohne so da. Also es gibt unendliche Techniken, da hinzukommen. Aber da, wo man hinkommen kann, geht man auch wieder weg. Dann kommt man wieder zurück in Karlchen. Sobald die Stuart das Karl anspricht, ist Karlchen wieder da und ja, Kaffee oder Tee. Ja, muss er sich entscheiden. Oh, gut. Also dieses Kein und Kommen, das ist schon, ich glaube, für jeden in seinem Denkwerdegang seine Erfahrung. Dass er, egal wie weit er und tiefer gekommen ist, immer wieder zurück zu seinem kleinen Ichlein kommt. Diesen Schatten, den man nicht los wird. Der immer auf einen wartet. Na, warten wir ein bisschen, der kommt schon wieder. Den kriegen wir schon wieder ein. Das ist ein kleiner Teufelchen in meinem Nacken, der immer dieser kommentierende kleine Kommentator da. Dieser Nachrichtensprecher, der im linken hinteren Dings immer sitzt und immer alles erklärt vor dir. Was du gar nicht mehr wissen willst. Der hört gar nicht auf zu quatschen. Und immer wieder. Und weißt du das noch? Und kannst du das vergleichen mit dem? Und dann weißt du, wie das früher noch war? Und guck mal, der mit dem Roller, oh nee, der fährt aber scheiße. Und der da hin. Meine, kennt er den alle, ne? Das ist doch der... Ja, das ist... Ja, wie wird man diesen kleinen Teufel los, ne? Man versucht es immer, so in die Stille zu gehen und dann die Leere und dann lass ihn quatschen, nein, und irgendwann hörst du doch wieder zu. Und dann ist ja auch ab und zu mal, erzählt er dir auch, ich bin jetzt mal ruhig, ne? Du wirst ja, dass ich ruhig bin, oder? Ja, da schalt die Schnauze. Okay, ich bleib mal. Kann ich mal wieder, ein Wort noch? Na, okay, ich halte mich halt zurück, ich bin jetzt mal ruhig. Du wirst mich ja nicht haben, denn und so. Liebst du mich nicht mehr? Nein. Ah, verrückt.
irgendwann fängt er dich wieder, weil du irgendein Interesse aufkommt oder irgendwas. Dann findest du ihn wieder als Ratgeber doch noch wieder ganz lustig. Ach, Geduld. Ja. Also wenn man den nicht los wird, was machen wir denn hier? Selbstgespräche. Man unterhält sich ständig mit sich selbst, sein ganzes unendliches Leben lang. Klaus hat nie aufgehört und ist dann auch nie angefangen, wo das ganze Universum ist nur entstanden, indem es mit sich selbst gesprochen hat. Angefangen hat, das erste Ich, das erste Ding war schon ein Wort. Also auch unausgesprochen ist schon da als I. Und dann bin und dann der ganze Rattenschwanz, der mitkommt. Boah. Und seitdem unterhält sich das selbst mit mehr oder weniger Begeisterung mit sich selbst. Und auch in jedem von euch ist immer das gleiche Ding da, das Bewusstsein immer mit dem da vorne quatschend. Schon am Feuer in der Höhle fing es an. Also was tun, wenn man ihn nicht los wird, den ganzen Zauberer? Manchmal ist es auch interessant, manchmal ist es nur dummes Zeug. Ja. Irgendeine Idee, wenn man den los wird und auf Dauer loskriegt? Keine Chance. Manchmal habe ich auch so alte Lehrer da, die mit einem quatschen oder so. Mach weiter Lehrer oder mach weiter Lehrer. Oder immer noch ein Drauflehrer. Er meint es ja noch gut. Er meint es doch nur gut, der Junge da hinten. Der will dich doch nur unterhalten. Ihr braucht euch doch. Der Liebhaber und sein Geliebtes da vorne. Ständig mit sich quatschen. Ja? Und ständig auf Vorteil besinnen. Und manchmal hat er ja auch das Idee, dann wird er ein schwarzes Tantra und will den Nachteil haben. Weil er denkt, wenn er genug Nachteil hat, dann überwindet er sein Ego. Schwarzes Tantra. Alistair Crowley, der Teufel. Wie viele Wege gibt es? So viele unendliche Wege, wie es die möglich sind. Alles ist möglich. Ja? Uns hat noch nie etwas gebracht. Gott sei Dank. Wow, ist das nicht herrlich? Ob das Alistair Crowley oder Shankara, der Shankaria ist da, die schon jetzt der Obermeister, dann, weil der Sai Baba, Shirdi Sai Baba ein Moslem war, dass dann die Shankar, die Hindischen, ihn nicht mehr hören sollen und nicht mehr ihren Ding. Und obwohl jeder Taxifahrer hat ihn an seinem Ding da. Also auch da hört es nicht auf. Der Papst von den Shankariern ist genauso ein Papst wie die Katholiken oder Dings oder einer gegen anderen. Und damals gab es schon die Wettbewerbe bei Shankaria, da wer ist jetzt wen wen. Und hat er mal gewonnen, hat er die Buddhisten geschlagen. Oh, da war er aber stolz. Weltmeister der abstrakten Philosophie des Advaita Vedanta. Wow. Auch da, genau, es hört nicht auf, genau wenn wir sprechen würden, es geht nicht weiter. Und das sind die größten Fürsten von irgendwelchen Lehren, irgendwelchen Dingern und hören nicht auf. Ne? Bücher geschrieben und Dinge und so, und dann gibt es. Boah. Heile Sebastian. Die ganzen Veden, ne? So viele Bücher. Yoga Faschista. Was sagst du zur Gita? Was? Was sagst du zur Gita? Der baggert und baggert, der Gita. Die Bhagavad Gita. Der baggert so spät im Baggerloch, das ist die Vita, die baggert noch. Der Mahabharata, der große Berater der Welt, der Mahabharata. Ich war ja lange, 30, 40 Jahre in Indien, das reicht ja, dass ich den ganzen Scheiß mir immer anhören musste. Und in Talks, da gibt es immer diese ganzen Pandits, die dann alles wissen, die alles gelesen haben. Und alles Mögliche und natürlich von jedem durchdrungen und hat den Hintergrund beschrieben, der hat die Lehre und das hat mich mehr interessiert von da und der hat mir das viel klarer dargelegt und da habe ich mehr resoniert als da und oh Gott. Ach ja. Und ich sitze da als kleiner Bauernsohn aus dem Weserbergland und höre mir das alles an. Kam auch von einem Bauernhof. Ja. Irgendwo bei
Darum sind die Kühe also heilig. Wenn man Kühe gemolken hat, weiß man, jeden Morgen, jeden Abend kommt die Milch wieder raus. Da kann man, das geht nicht zu Ende. 365 Tage im Jahr, zweimal am Tag, musst du dieses Ding leer machen. Sonst werden die krank. Und aus Mitgefühl melkst du. Ja, da musste ich dann doch raus. Ja, wo war ich? Ja. Warum sollte man eigentlich keine Eier essen? Das sind also manche Ansichten. Keine was? Keine Eier. Eier? Ja. Manche Richtungen. Manche können da nicht schlafen nachts. Wirklich? Ist das der Grund? Ja, auch Garlic, also Knoblauch, sollte man auch nicht essen, weil man dann nachts schwer träumt. Okay. Ich glaube nämlich der Barber oder keine Ahnung, irgendwer hat das aber gesagt. Nee, Ramana hat auch gesagt, kein Garlic, also kein Ding. Weil da kam, aber keiner war dabei, zu wem er es gesagt hat. Meistens sind das ja praktische Hinweise. Da kam wahrscheinlich einer, Ramana, ich kann nachts nicht schlafen, ich wache alles Ding auf und bin immer heiß, mein Körper wird heiß und so. Da ist ja, ist Garlic, kein Garlic. Also ess kein Garlic, dann kannst du besser schlafen. Und Eier. Oder keine Eier, weil Ostern kommt erst nächstes Jahr wieder. Ich habe mir gedacht, das war irgendwie so eine Idee wegen einer Lebensentstehung oder keine Ahnung. Irgendwie ja, da steckt schon Leben drin. In Eiern, da ist ja schon, Milch durfte man, weil die Kühe müssen ja eh gemolken werden. Das sind aber alles praktische Sachen. Wer weiß, wer hat ja auch nur Witze gemacht. Also wenn ich Ramana, würde ich auch Witze machen. Also hundertprozentig. Aber jetzt steht in Büchern drin, wenn du erleuchtet werden willst, darfst du keinen Knoblauch essen. Und keine Eier essen. Wenn du Eier isst, wirst du nicht erleuchtet. Das steht jetzt in den Büchern drin, von irgendwelchen Dingern, so von David Gottman oder irgendwas. Kein Knoblauch. Weil du kriegst auch keine Frauen mehr. Und ohne Frauen kann es nicht erleuchtet werden. Weil wer nicht durch eine Ehe gegangen ist oder eine längere Beziehung, wo man richtig zur Stille gekommen ist, einfach, wo einem nichts mehr einfällt, glaube, das ist wirklich der, wenn mich einer fragt, was ist, wenn überhaupt, gibt es einen Weg? Ja, heirate, hab eine lange Beziehung und wer zuerst aufgibt, hat den Frieden. Diese Selbstaufgabe in einer Beziehung, das ist doch herrlich, wenn man das so hört und sieht, wunderbar. Man muss sich doch auch selbst aufgeben, damit man eine Beziehung hat. Das ist ja schon der Ansatz zur Selbstaufgabe, oder nicht? So meine ich jetzt so als praktisch. Also Bachelors oder hier die Junggesellen schaffen das nie. Keine Chance für Junggesellen. Ne? Die sind immer in Gesellschaft irgendwo, mit junger Gesellschaft. Kein Alten im Hintergrund. Na gut. Aber merkst schon, ich mache viele Witze drüber. Aber was soll man auch sonst machen? Man wacht morgens als Witzfigur auf und nicht zu lachen, das ist schon eine Kunst. Den ernst zu nehmen, das, was da morgens wach wird, das fällt immer schwerer. Da muss schon ein Brief vom Finanzamt kommen. Oder so. War ja nur eine Rückzahlung. Ja, also Experten, ihr seid doch alles Experten. Ja, seid ihr schon durch alle so viel Übung durch und so viel Meister und so viel Lehr und Satsangs und tralala. Ich bin ja ein Greenhorn. Ich muss immer Fragen beantworten, die ich nie hatte. Aber irgendwie kommen sie dann doch, die Antworten. Dass ich wundere mich immer, wo kommt das jetzt her? Wie kommt das? Wo kommt die Frage bei dem her? Das ist ja auch immer ein Wunder. Wie kommt der auf die Frage? Oder die? Man kann sich nur wundern, ne? Jeden Tag. Das ist mir da wieder eingefallen. Boah, was ist Mann. Also immer Karneval.
wenn du morgens Wolle Wanne reinlassen, na okay, einmal noch. Ja gut. Ja, noch wer anders eine Frage? So habe ich schon alles gesagt, das ganze Wochenende. Ja, Ostern. Noch was? Nee. Frage nicht wirklich. Ich will auch unwirkliche Fragen. Kennst du die Hawkins-Tabelle? Nee. Stephen Hawkins? Nein, David R. Hawkins. Kenn ich nicht. Keine Tabelle. Der hat zumindest versucht, dass er irgendwie das Ganze unter den Hut bringt. Mit einer Tabelle. Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr unmöglich. Das ist wie Ken Wilber. Gott, oh Gott. Die 37 Stufen der Erleuchtung oder so. Jetzt sind es 38 oder 40. Und alle Frauen mochten ihn damals, weil er sich auch seinen Kopf rasiert hat, weil seine Freundin Krebs hatte. Bei dem ist er der beste Liebhaber und Mann für jeden. Aber wenn man ihn heute sieht, will ihn keiner mehr haben. Bester Freund von Andrew Cohen, der jetzt auch wieder in Tiro sitzt und auch wieder Evolutionary Enlightenment, evolutionäre Erleuchtung. Boah, super. Er gibt nicht auf. Schon damals das Magazin, was ist Erleuchtung? Ne? Aus den 90er, 80er. Und jetzt immer noch. Gibt nicht auf. Muss ich eben zugestehen. Er gibt nicht auf. Und ist in der Hölle gelandet, nämlich in Tirumal, wo alle Papaji-Schüler sind. Weil er ja mein Buch gegen Papaji geschrieben. Seitdem ist er ja der Teufel. Und das muss ich anerkennen, dass er sich da hinsetzt und dann. Ja. Ein Daniel Herbst, den kennst du ja. Der Verleger, der hat mir, glaube ich, ein Buch verlegt. Ja, der hat sich dann aufgehört zu verlegen. Ja, weil der drei Bücher hat der bei mir gemacht, glaube ich. Der spricht jetzt irgendwie, man muss letztendlich zu sich selbst kommen. Das ist so die jetzige Kernbotschaft, zu sich selbst kommen. Man muss mit sich selbst, du meinst, man muss mit sich selbst kommen. Ja, das kann man. Das nennt man Selbstbefriedigung. Ja, bin ich einverstanden. Was soll ein selbst befriedigen? Was soll ein sonst befriedigen? Das meint er damit, zu sich kommen. Ja, zu sich kommen, so sagt er. Mit sich kommen. Mit sich. Mit sich. Mit der Faust. Mit sich. Nicht die Faust. Goethe. Faust. Na. Mit sich kommen. Mephisto. Was? Na. Mephisto. Heißt also Mephisto. Fist ist Faust. Mephisto. Das ist die Faust, man muss sich öfter mal einen reinhauen. Wer soll es einem sonst so gut geben, ne? Man weiß ja seine Schwachstellen. Man haut immer da rein, wo es auch weh tut dann. Daniel. Ja, ich weiß nicht, die weiß nie, was er macht. Oder hast du etwas gesagt, das letzte Buch hast du dann noch lesen müssen, bevor es gedruckt wurde, weil irgendwas nicht gepasst hat? Ich habe es nicht nachgelesen, ich musste seine Übersetzung korrigieren. Warum? Das habe ich mich gefragt. Was? Warum war das? Weil er es wollte. Und es wäre für mich anstrengender gewesen, das nicht zu machen, also es zu erklären, es nicht machen zu wollen, als einfach nur in 10 Minuten mal kurz korrigieren. Aber er spricht vom gleichen wie du jetzt. Weiß ich nicht. Ich hab ja nie, weiß ja nie von wem, was er spricht. Ja, das kenne ich bei meiner Dose. Ich lese ja nicht irgendwelchen von irgendwo. Ich gucke auch keine Videos oder irgendwas, so, geschweige denn meine. Ich habe mir gedacht, weil du mit ihm Kontakt gehabt hast persönlich. Drum, nee. Ob du seine Botschaft oder wie man das nennen soll, nee. Verstehst. Nee, muss ich nicht. Ich hätte ja fast auch abgelehnt, weil er auch Mucci verlegt hat. Da hätte ich fast Nein gesagt. Da war ich nah dran. Ich hab kurz mal Münze geworfen. Scheiße ist auf Ja gefallen. Ich habe doch noch meine Abneigung. Die liebe ich auch. Die lasse ich auch nicht wegfallen. Ich mag meine totalen Abneigungen geben. Nein. Die werde ich auch nicht loslassen.
Jetzt habe ich die Antwort auf was tun. Mütze werfen. Ja, es ist genauso, als wenn du dich entscheidest. Es ist vollkommen das Gleiche. Ja. Es gab mal in den 70ern, gab es mal irgendwie Münze werfen, rechts oder rechts abbiegen, links. Und wo man dann ankommt, so als freies Ding. Ja, viele haben sich gewundert. Die haben sich nicht mehr zurechtgefunden, glaube ich. Wenn man nicht weiß, wo man hin will. Aber manchmal kommt natürlich auch was dann, was man. Es kommt immer das, was man nicht will, glaube ich. Keine Ahnung. Aber es gibt auch Satzang dazu. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, schon aufgehört damit. Haben ihn verlegen. Weil er kann verlegen, ja, aber er gibt Seminare, glaube ich, in Kreta oder wo. Ja, aber die hat er, was ich weiß, wieder nicht mehr. Das nee. Meins hat er noch gemacht jetzt und dann. Ja, weil ich. Weil zu wenig Resonanz von Menschen war. Zu wenig Resonanz? Ja. Weil es gab nicht genug Leute, die sie zu sich selbst finden wollen. Das verstehe ich. So, wer sucht, der nicht findet. Zu sich selbst finden. Hört sich gut an, ne? Und wenn man sich gefunden hat, was macht man dann? Was macht man mit dem, wenn man. Morgens findet man immer sich. Man empfindet sich als Körper, als Geist, als Seele. Diese ganzen Empfindungen, was macht man damit? Das ist ja eine Finden. Man empfindet sich. Eine Empfindung. Ja. Macht man damit. Desto mehr man es wegwerfen will, desto mehr findet man raus, man kriegt es nicht weg oder was. Dann gibt es meinen Freund Isaac, denn man sollte vom Sucher zum Finder werden. Oh. Gott, oh Gott. Tja, jeder hat so seine Technik. Selbsterkundung. Findest du, dass der Ramesh Balsekar letztendlich in Nisargadatta missverstanden hat? In seine letzten Botschaften? Nee, in der ersten Botschaft hat er ihn missverstanden. Als Nisargadatta ihn gefragt hat, wann fängst du an zu reden? Das hat er missverstanden. Wie meinst du das? Es gab eine Situation, weil er übersetzt hat, in Englisch, den Nisargadatta, und er hat hinterher, er hat immer Nisargadatta verschönert übersetzt. Er hat nie die Witze übersetzt, die Nisargadatta gemacht hat. Okay. Er war nie so. Also diese sogenannten Untergürtellinie-Witze oder irgendwas hat er nie, er hat immer so, dass er gedacht hat, wie die anderen es hören sollten, verstehen sollten, übersetzt ins Englische. Und dieser Gart hat das gemerkt, weil er hat gesehen, da hat bei denen und Sachen keiner gelacht. Okay. Da hat er gedacht, na, wann fängst du an zu reden? Weil es ja dann, er dachte, er wüsste besser, wie es auch so auszudrücken wäre. Da hat dieser Gart ihn gefragt, ja, wann fängst du denn an zu reden? Also das heißt aber nur sarkastisch. Er kam ja aus dem Bankgeschäft. Ja, ist egal. Es ist aber zynisch gewesen irgendwie. Nicht, dass er ihn aufgefordert hat, dass er auch reden soll, sondern was denkst du denn überhaupt, dass du anfängst, mich zu interpretieren? Vielleicht, wenn du mich fragst. Wenn ich so in dieser Garde eintune. Aber das so als Rechtfertigung zu nehmen, dass er dann angefangen hat, auch zu talken. Das war, das denke ich, wäre das Missverständnis. Das war dann. Und weiß ich, ich war ja mal da, 95, also das hat mich dann wirklich, wo er dann sagte: My teaching is more profound and clear as. Meine Lehre ist klarer und profundierter als Nisargadattas. Da dachte ich: Jawohl, Junge. Jetzt haben wir es. Um Gottes Willen. Nein, er ist okay. Wenn du mich fragst, er ist einer der besten Psychotherapeuten, die Welt jemals hervorgebracht hat. Also, wenn du seine Lehre, seine Dings nachfolgst, könntest du möglicherweise dein Leben angenehmer gestalten. Also, du bist gelassener oder irgendetwas. Viele haben aufgehört, Drogen zu nehmen oder das. Das hat also eine Wirkung gehabt auf Leute. Aber das ist nun mal nicht das, was hier möglicherweise, was es für mich sein sollte. Der Nisargadatta wollte, dass es keine Grenzen gibt im Gespräch. Er wollte einfach auch obszöne Sachen aussprechen und einen Witz draus machen. Er hat, wenn du das lebendige Wort sprechen willst, dann kannst du nicht vorher einen Filter aufsetzen. Dann kommt das, was kommt.
Manche beschweren sich, weil ich immer Witze über Frauen oder irgendwas mache oder irgendwelche Dinge. Wenn ich den nicht mache, dann könnte ich auch über das andere nicht reden. Es muss gerade das, was, wenn da irgendein Filter wäre, also mich, wenn man denken würde und dann er spricht, dann hat man schon, also wenn es aus einer Erfahrung kommt, das Sprechen, dann ist es schon weg. Es ist, wenn überhaupt, sollte es aus der Erfahrungslosigkeit sprechen, also aus dem, was Leben ist, sich aussprechen, aber nicht aus einer Lehre heraus. Das ist ja wie bei Jiddu Krishnamurti. Er war der größte Weltenlehrer, er war total intellektuell, hat alles durchdrungen, aber allein der letzte Satz, wo er gestorben ist, hat alles wieder zunichte gemacht. Keep my teaching pure as they are and alive. Wow. Halt meine Lehre so rein und am Leben, wie sie ist. Wie viel Angst kommt da durch? Ja? Also wenn er wirklich für sich eingenommen hat, dass seine Lehre was Besonderes ist. Dass er wirklich etwas gesagt hat, was sonst noch keiner vor ihm gesagt hat. Und es muss immer reingehalten werden. Oh Gott, hör dir das mal an. Wie viel Angst da mitschwingt. Und da ist nicht diese Moksha, also nicht die Freiheit, die da spricht, sondern da ist ein Bewusstsein, was dachte, es hätte was vorher noch nicht da war. Also wenn du mich fragst, alles, was ich hier sage, ist schon tausendmal gesagt worden und tausendmal erfahren worden und unendliche Male so und so dargelegt worden. Aber warum nicht? Es hört ja eh keiner zu. Kann man es auch wiederholen. Ne? Da hat auch irgendwer gesagt. Man kann immer nur das sagen, was man irgendwann schon unendliche Male vorher gesagt hat. Wer hat Angst davor, dass man sich wiederholt? Man wiederholt es auch jeden Tag sich, unendlich. Man muss doch nicht authentisch sein. Wer muss denn authentisch sein? Für was? Gibt es irgendeinen, der authentisch ist hier? Oder nicht ein Cluster, also ein Geschwürste von genetischen und gelesenen und irgendwelchen kleinen, zusammengewürfelten Ichs, die da rumfummeln? Wer ist denn hier authentisch? Mit was? Du, ne? Es gibt bei Life of Brian. You are all individuals, me not. Der war dann bei Ramesh, ich mochte ihn eigentlich so als Lehrer, super. Alle seine, also Geist, aber solche Aussagen dann, dass diese vergleichenden Sachen, meine Lehre oder dieses, also dieses kleine Stolzelein da, dieses Storch auf der Flucht. Nein. Stolz hier. Kann man aber auch machen. Ja, kann das sein, dass einfach viele Lehrer eher die Tugend anvisiert haben? Die hätten lieber Briefkasten. Aber sie haben die Tugend eher anvisiert und haben das Untugendhafte eigentlich somit ein wenig verneint. Oder ja. Kann das sein? Nee, bei Weisgerl schon ein Buch heißt Consciousness Speaks, also Bewusstsein spricht. Das ist ja schon eine Lüge. Was soll man davon halten? Spricht hier das Bewusstsein? Hört das Bewusstsein? Alles ist Bewusstsein? Ja, gut. Aber ist das die Wirklichkeit? Das ist ja die Frage. Oder ist das Bewusstsein nur dein Schatten, den du nicht wegkriegst? Was meinst du? Ja? Alle Schattenspiele, auch das Bewusstsein ist ein Schatten deiner selbst. Und du bist nicht das Licht, das ein Schatten wirft. Das ist auch schon wieder die Ich. Sei das Licht der Welt. Oh Gott, wenn ich Eckhart Tolle, sei da und eine Kerze anzünden und dann sei das Licht der Welt, des Bewusstseins und nicht die Kerze. Warum muss ich immer alle kaputt machen? Oder hinweisen auf ihre Unzulänglichkeit? Und man darf aber sich selbst nicht vergessen. Genauso unzulänglich wie die Bild ist dieser hier. Gott sei Dank und freut euch rüber, dass ich euch nichts beibringen kann und euch nichts übermitteln kann und keine Transmission stattfindet oder irgendetwas, was hier eine Präsenz darstellt oder irgendwas. Dieser ganze Zinnober, dieser ganze Zauberkasten von Schlangenbeschwörer, die irgendwo als Guru rumsitzen und dann Charming da. Boah. Dann hypnotisierend sitzen alle da. Oh, was für eine Präsenz. Oh,
welch ein Feuer. Alles nur Empfindung, alles nur Selbstbetrug. Super, ne? Aber man wird immer von sich selbst betrogen, ist doch herrlich. Egal was passiert, ist immer Selbstbetrug. Und du kommst ja nicht raus aus dem Selbstbetrug. Und jeder Meister ist ein Betrüger. Man selbst ist der Betrogene. Alles Betrüger und Betrogene. Nichts anderes kannst du erwarten von diesem ganzen Geschäftsmodell, Bewusstsein. Immer geschäftig und immer schafft ein und denkt immer, das ist jetzt was ganz Originelles. Möglicherweise könnte ich darauf einstehen, dass es alles Unikat ist. Das ist alles nur also Unicity, aber keine Authenticity. Hört sich gut an, ne? Gut. Ich könnte ja auch schöne Worte und geschwollen reden, könnte auch mal sein. Ne? Aber ich habe immer, ich sitze immer mir selbst zu Gericht und muss eigentlich mich selbst hinrichten dabei, ständig. Ha, der Hingerichtete. Versuch dich mal nicht hinzurichten, auf das Innere hinzurichten. Geh mal auf so Inner. Direction. Was man schon als geglaubt hat, ne? Das Äußere hat es mir nicht gebracht, jetzt gehe ich nach innen. Bringt es auch nicht, aber. Ja, gut. Mal was? Ne? Ich beiße auch. Nicht. Bisschen. Das mochte ich beim Ranjit eigentlich immer ganz gerne in Bombay. Das war das Gegenprogramm von Ramesh. Halt zwei paar Tage bei dem Ding und dann bei Ranjit Maharaj, der Co-Disciple von Visagada da. Denn wenn man denkt, das war, wenn nicht authentisch, aber zumindest haben sie ihn gefragt, warum redest du nicht? Dein Freund, der sagt, der redet doch, warum, du bist doch genauso, warum sitzt du da nicht und redest? Er redet doch, reicht doch. Muss ich denn auch nicht mitreden? Ne? Also. Das fand ich gut. Und dann trau keinem Toten, also lese keine Bücher von toten Meistern. Es gibt noch niemals Lebendige. Ja. Dann hätte man aufhören können, aber. Die liest man nur noch Gala, ne? Oder irgendwas. Zahnarzt. Netflix, Gala. Nur noch leichte Kost. Oh. Dieses Gerichtet hat ja auch diese zwei Bedeutungen in einem. Ja, hinrichten. Gerichtet und man muss gerichtet sein und man wird gerichtet. So? Man ist, in dem Moment, wenn man sich hinrichtet, ist man hingerichtet. Also man gibt seine Aufmerksamkeit für etwas, was tot ist. Wenn deine Aufmerksamkeit sich auf das, was tot ist, richtet, bist du selbst tot. Also wenn du dich auf den Körper richtest und das für dich annimmst zu sein, dann bist du tot. Du hast dich hingerichtet auf was Totes. Wenn du dich auf den Schatten richtest, bist du halt der Schatten. Aber macht es dich weniger, das ist ja, was ich hier sitze, macht es dir was. Hast du dadurch einen Nachteil, hingerichtet zu sein? Hast du einen Nachteil, tot zu sein? Oder es muss, damit du tot sein kannst, musst du sein. Also ist das Sein mehr oder weniger beim Lebendigsein oder tot sein? Oder macht beides nichts? Bist du weder lebendig beim Lebendigsein und noch weder tot im Totsein? Sein, 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 sein. Versuch mal nicht zu sein. Machen doch viele. Hat noch keiner geschafft. Oder möglicherweise sagen sie, ich bin in die Leere gegangen, habe mich umgebracht. Da war keiner. Ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Dann ist es wieder bei Andreas Müller. Es gibt doch keinen. Ja. Schöne, sichere Stellung. Weil wo keiner da ist, interessiert auch keinen. Dem kann es auch nicht wehtun. Der ist dann in einer schönen, sicheren, was auch immer. Mich gibt's nicht. Ich bin ein Nichts. Auch immer schön. Robert Adams oder sogar Ramana hat das. Du bist das Nichts. You are nothing.
Oh, ich das höre. Immer noch zu viel. Dann laufen so viele Nichts rum. Oh. Machen wir mit den ganzen Nichts. Die erzählen dann noch allen dann, ich bin nichts, bist du etwa noch etwas? Ich bin schon nichts. Dann werden sie sagen, ich bin etwas, macht auch nichts. Bescheuert, ne? Alle geben an, mit etwas zu sein, was sie... Wer angibt, hat mehr vom Leben, hört man immer wieder, aber... muss halt... Also auch die Definition von nichts bringt gar nichts, Gott sei Dank. Das dritte Sein, ne? Das dritte Sein bringt auch nichts. Das ist die Katze, die Schlange, die sich in die Schwanz... Nein, das ist noch das Bewusstsein, was sich selbst frisst ständig. Aber... Sein? Nein, aber das... Das ist, wie gesagt, ist eine schöne Vorstellung. Ich habe mich zum Fressen gern. Ich fresse mich nur noch auf. Ich bin das Sehen und das Gesehene. Man kann das immer schön in Worte fassen. Ich bin der Seher, das Sehen und Gesehene. Ich stelle sich selbst immer wieder verwirklichend in mich selbst, durch mich sein. Und ich bin das Seher, das Sehen und Gesehene. Ich bin der Vater, der Geist und der Sohn. Ich bin das, aber ich bin das nicht. Und das Königreich des Herzens ist nicht von dieser Welt. Machen wir eine neue Religion auf. Hört sich alles gut an, kann man auch nachvollziehen, schöne Sachen. Aber vergisst man auch wieder. Das, was man nachvollziehen kann, ist es nicht. Nee, man kriegt einen Gerichtsvollzieher. In, dann kommt das ist das jüngste Gerücht. Das jüngste Gerücht, das ist das jüngste Gerücht. Das stinkt ja auch. Der Stinker, das ist das jüngste Gerücht. Das letzte Gerücht. Geruch, den du wahrnimmst. Der Riecher. Der Riecher. Ja, ist das jüngste Gerücht. Verstehst du? Gerüche. Gerüche. Nicht Gericht, sondern Gerücht. Ja? Was? Kommst du nicht mit? Nee. Oh. Das ist doch einfach. Das soll ja gut sein, dass man nicht mitkommt. Du kennst doch das letzte Gericht und das jüngste Gericht. Ja. Bevor ein Kamel durchs ein Besitzer durchs Nadelöhr kommt, geht ein Kamel durch. Ja. Das ist das jüngste Gericht, ist einfach, du kannst das Königreich des Herzens nicht betreten, indem du ein Besitzer bist von etwas. Also solange du etwas hast, musst du leider draußen bleiben. Die Besitzlosigkeit erlaubt keinen Besitzer. Also die Freude, die du bist, erlaubt keinen, der sich freut. Also hast du nichts davon. Aber du willst ja was von haben. Aber wenn die Freude da ist, gibt es keinen mehr, der was von hat. Und darum sage ich immer allen, freu dich dem Leben hier, geh ins Freudenhaus, geh dahin, mach das und so, mach hier, trink ein und hab einen Kater und merk was und so, weil davon hast du nichts. Weil das hat noch keinen erlaubt, dass da einer eintritt. Eintritt verwehrt, ewig Eintritt verwehrt. Also, Hahn tritt auch. Und weiß es man? Weiß man es auch nicht? Doch, man weiß es, darum sucht man sich immer irgendeinen Landeplatz, wo man noch sein kann. Weil da kann man nicht landen. Bei sich selbst kann man nicht landen. Da gibt es keinen Landenden, keinen Piloten, kein Flugzeug. Aber da vorne sitzt immer das Bewusstsein, schafft sich immer mehr Dimensionen und Gewahrsein und wo es reden kann, weil da kann man landen. Das sind Landeplätze. Für eine kurze Zeit kann man da landen. Da kann man auch einen temporären Frieden haben, im Gewahrsein, wo ein Nichts berührt, in dem unberührten Sein des Gewahrseins. Oh, die Leinwand und das. Schöne Landeplätze. Wo sie sind alle wieder rausgekommen. Sind alles Transistory. Vergänglichkeiten. Also da, wo du landest, musst du auch wieder abheben. Aber dies hier ist der Marktplatz des Seins. Wenn du hier nicht sein kannst, was du bist es da hinten nicht mehr oder weniger. Es ist möglicherweise relativ friedlicher, aber relativ befriedigt dich nicht. Deine Absolutheit muss hier genauso absolut sein in diesem Marktplatz von Dämlichkeiten oder Herrlichkeiten, wie wenn du hier nicht sein kannst, was du bist, dann wirst du es da hinten nicht werden.
Und da im Jenseits sowieso nicht. Und im Diesseits nicht, egal wo du landest, es wird nichts besser, aber auch nicht schlechter. Aber also wenn, dann ist, die Taoisten würden sagen, du kannst tausende von Leben im Licht verbringen. Und dann kommst du wieder durch eine kleine Regung, bist auf dem Marktplatz des Seins und du hast gerade versucht, einen Schluck Wasser zu trinken. Und schon hebst du und der nächste Schluck Wasser wartet auf dich. Du kannst hier nichts verpassen. Der nächste Moment wartet aber auf dich, obwohl du schon Ewigkeiten im Gewahrsein verwaltest. Zeitlos, irgendwo, da gibt es keine Zeit. Pop, bist wieder hier. Und der nächste Moment wartet auf dich, den musst du erleben. Du kannst dich nicht verpassen. Es gibt keinen Ausweg. Du musst jeden Scheiß, den du bist, musst du erfahren. Egal, ob du es willst oder nicht. Es fragt dich gar keiner. Genauso wenig, wie du vermeiden kannst, wach zu werden, genauso wenig kannst du den nächsten Moment vermeiden, der immer wieder da sein wird. Das ist Zen-Buddhismus. Entzen, dieses unaufhörliche, ununterbrochene Dasein. Und keiner, der entkommen kann. Aber du hast immer eine Vorstellung, dann wenn ich sterbe. Das schlimmste Vorstellung ist, dass, wenn ich dir sage, beim Tod wird nichts passieren, dann gibt es halt das Nächste, was immer das sein wird. Damit du sterben kannst, musst du ja auch nach dem Todeserfahrung sein, weil du vor dem Geborenwerden warst. Du warst, du bist, du wirst sein. Da wird nichts passieren und dann kommt der nächste Scheiß. Du kannst dem Scheiß nicht entkommen. Ha, wer soll das verkraften? Das ist Meditation eigentlich, zu sehen, es gibt kein Entkommen. 24, 365, rund um die Uhr, kein Entkommen. Das Nächste ist das Nächste. Und für das, was du bist, hat kein Problem damit. Aber für das, was du denkst zu sein, ist natürlich Hölle. Darum nennt man, das ist die Hölle hier. Aber wenn du in der Hölle nicht sein kannst, was du bist, dann wirst du es im Himmel nicht werden. Und allein die Idee von Himmel schafft die Hölle. Allein die Idee, dass du mal rauskommst, macht dich ja bescheuert hier. Und glaub daran, dass es dich gibt. Dass du ein Seiender bist, der dann irgendwann nicht sein wird. Wer ist denn das du? Bitte? Wer ist denn das du? Du? Naja, du wirst dann sterben und so. Also ich spreche immer zu dem absoluten Kasper, der du bist. Du kasperst hier rum und denkst, du hast irgendwann mal ausgekaspert. Aber dieses Kasperle-Theater hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist der Hinweis. Dieses ewige Jetzt, was unendlich sich... Und immer dann, wenn es am Ende ist, fängt es wieder an. Diese unendliche Acht, in der Achterbahn des Seins. Und wenn du in der Achterbahn nicht sein kannst, dann wirst du es im Ersten, im Gewahrseins irgendwo auch schön, aber... Moksha ist das nicht, also Freiheit. Wenn du hier nicht die Freiheit sein kannst, dann wirst du da hinten nicht finden. Was? Ja. Wer ist denn das du dann? Ja, Freiheit. Ja. Bist du heute Neger? Tief. Das ist echt schlimm, ich habe gerade gelernt, dass man das Wort nicht mehr aussprechen kann. Ich bin gerade so gut im Zielschuss. Kein Bock mehr auf Baerbock. Und Ricarda mache ich lang. Kaya? Ricarda mache ich lang. Es ist immer so, also das ist das Herrliche, dass man, wenn Leute sagen, das kann man nicht sagen, dann macht man es doch halt echt gerne. Das ist doch der Spaß da dran. Ja, ich habe es dann Karma gesagt. Ja. Man darf es nicht mehr sagen, dafür haben wir es sehr oft gesagt. Da wird auf die Wettbewerbe mit den ganzen Shankarayas und Dingen und alle sind immer im Wettbewerb. Das Bewusstsein ist scheinbar immer im olympischen Spiel mit sich selbst am Ringen. Und jeder will natürlich das Beste, das Schlauste, das Durchdringendste, das Realisierteste, das Erleuchtetste und wer ist mehr oder weniger erleuchtet, realisiert. Oder gibt ja auch Stufen von Sachen. Erstmal Erwachen, dann Erleuchtung, dann Realisation und dann und dann und dann und dann. Wow, hört das auf. Wow. Was bist du denn jetzt? Ja, ich fange jetzt beim Wachwerden an.
Ich war ja einmal bei dem Sand in Holland. Science and Non-Duality. Da haben sie mich als Sprecher. Und dann haben sie mir nicht vorher gesagt, dass ich die Eröffnungsrede halten sollte. Mich. Also haben sie auch nicht gewusst, was sie... Die haben mich nie wieder eingeladen. Da saßen dann Shapiro, Bud Spirer, alle diese ganzen großen, was auch immer, sitzen da und sagen, denkt ihr wirklich, die können euch irgendwo bei helfen? Weil alle haben dann Reden vorgehabt, damit ihr Workshop groß voll wird oder irgendwas. Da saßen ein paar hundert Leute und jeder wollte sich präsentieren, damit er genug, das ist so ein Wettbewerb, wer kriegt die meisten in seinen Workshop rein. Oh Gott, habe ich eine halbe Stunde drauf rumgehauen. Denkt ihr, die können euch irgendwas geben oder irgendwas geben oder ich oder irgendwer oder Dings oder so? Die haben das Video hinterher vernichtet. Aber glaubst du, dass sie mich ab und zu selber über sich selber lachen? Nee. Das kann man ja nicht. Nee, das spreche ich ihnen ab. Oder nicht? Im Geheimen. Das meine ich, vielleicht die Frau nachts im Bett über sie. Vielleicht. Ey, du Erleuchteter, bringst es nicht mehr? Oder wenn das immer richtig, die Frau ist ja wirklich der von Erleuchteten ist ja wirklich der was auch immer, Testmoment. Also wer das aushält, eine Beziehung hinterher als Erleuchteter, Hut ab. Also das ist so, die bringt dich dann zu dem Punkt, wo der Erleuchtete wirklich wegfällt. Wo es nicht mehr schaffst, es nicht persönlich zu nehmen. Das ist dann, also die Frau schafft das. Glaube ich fest dran. Leute, das hält keiner durch. Ich sage immer, wenn Leute kommen, so denken, sind erleuchtet, wohn mit deiner Mutter. Und wenn die gestorben, schafft ihr eine neue Beziehung ein, dann schauen wir mal und kommen dann mal wieder nach ein paar Jahren, ob es dann noch hält, deine Erleuchtung. Ich bin jetzt im unpersönlichen Gewahrsein, das ist alles nur eine Flüchtigkeit im Vor, alles fliegt. Das ist dann auch eine absolute Selbsttäuschung. Ja, das machst du doch ständig, ist doch nichts bei. Das muss ja so extrem sein. Also nein, aber morgens wach zu werden, täuscht man sich doch schon. Alles ist Täuschung. Aber von dir selbst getäuscht zu werden, macht doch nichts. Du meinst auch Selbsttäuschung. Das Selbst stellt sich selbst vor und tut so, als wenn es zwei wäre, obwohl es gar keine zwei sein kann, ist doch super. So tun als ob, macht es doch ständig. Und dann verlierst du dich natürlich in den so tun als ob und wirst vom Shiva zum Jiva und hast dich dann in deiner Selbsttäuschung natürlich ein bisschen verrannt und dann brauchst du natürlich wieder einen, der dich in den Arsch tritt und sagt, komm, war was? Bist du wirklich beim Geborenwerden geboren worden? Bist du das? Ist ja alles nur, komm mal, hör mal. Ist dir jemals was passiert, seit du geboren bist und vor dem? Da ist deine Natur, die du als Wesen, was du bist, warst in der Krippe genauso wie es jetzt ist. Da ist ununterbrochen das gewesen, was du bist. Ununterbrochen. Mehr nicht. Es geht nicht um Gewahrsein oder irgendetwas. Es geht einfach nur, das zu sein, was ununterbrochen ist. Was in der Anwesenheit ist, in der Abwesenheit ist oder im Jenseits oder im Diesseits. Was, das, was ununterbrochen ist und nicht etwas, was kommt und geht oder manchmal so oder irgendetwas. Sicher, du bist ständig, landest du irgendwo da und da im Ding, aber beim Landen landest du nicht, beim Abheben hebst du nicht ab, weil das, was du bist, bewegt sich nie. Also, eigentlich war nie ein Problem mit irgendetwas. Aber möglicherweise möchtest du gern noch an dem arbeiten, an dem Problem, das du nicht hast. Was soll man sonst machen, ne? Man schafft sich Probleme, die man nicht hat, damit man was lösen kann, was man gar nicht braucht. Also ist eigentlich der Hinweis ist immer, ich erlöse dich von der Idee, dass du dich erlösen könntest oder müsstest. Das ist Jesus in seiner Erlösungsscheiß da. Der jetzt heute wieder irgendwo hängt. Der hängt wieder rum irgendwo und always look at the bright side.
Bitte? Du kannst doch nur Frieden erfahren. Es gibt doch nur Friedenserfahrungen. Es gibt nur Frieden. Ja, 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 ja. Gibt es ein zweites Sein? Welches Sein ist mit welchem Sein im Krieg? Sein spielt mit Sein. Ist immer Frieden. Frieden spielt mit Frieden. Krieg ist Frieden. Ignoranz ist Wissen. Ja. Aber wer, das ist ja ganz mit Ukraine den ganzen, oder Israel oder so. Es ist alles Frieden. Welches Ich kann das so sehen? Muss es so sehen? Aber im Letztendlichen ist alles Frieden. Es gibt nur Frieden. Weil ohne Zweites gibt's kein, hat man nichts zu kriegen. Das ist hier, du hast hier nichts zu kriegen. Weil du hier nichts verloren hast. Aber du spielst gerade Kriegen. So als kleines Kind schon. Wer ist der Schnellste hinterm Baum? Immer Kriegen spielen. Ja, Relative ist kein Frieden, ne? Also ist immer auch das Relative ist Frieden. Immer Frieden. Sag mir irgendwas, was nicht. Ist auch Frieden. Rumschimpfen ist Frieden. Du bist natürlich der beste Autofahrer der Welt. Ja. Frieden. Alle anderen sind Arschlöcher. Kein anderer kann so gut fahren wie ich. Haben wir auch alle in uns. Ne? Wir sind die besten Fahrer der, unter der Sonne, auch wenn wir einen Unfall gebaut haben gerade. Ja, das war der andere natürlich. Umstände. Ich nicht. Frieden. Bitte? Aber das ist doch dann so gemacht. Ich sitze hier die ganze Zeit und denke, ja, Frieden. Aber. Wir reden von dem, was Sein ist. Und da, es gibt nichts anderes als Sein. Und Sein kann mit sich selbst hier nicht zu kriegen. Es gibt keinen Krieg, es gibt nur Sein. Und Sein ist Frieden. Weil da gibt es nichts Zweites, mit dem es im Krieg sein könnte. Wo ist das zweite Sein? Das ist die Frage. Mhm. Wir können uns übereinigen, Sein ist. Wo ist es, wo, zeigen wir mal irgendein zweites Sein, was nicht Sein ist. Also Sein, Sein, Sein. Also bitte? Warum bin ich denn aber in diesem Zustand? Ja, ein Seinszustand, das ist ein Seinszustand. Da kriegt man Zustände, ich weiß. Ja, ja. Da kann man Zustände, warum ich, warum ist das, kann doch, muss doch, muss, nein, muss schon. Als Mensch ist man doch das Letzte. Das ist ein Zustand, den möchte man nicht. Und dann wird man Sucher, dass man den Zustand los wird. Weil man schafft es nicht. Du hast es ja in Mexiko ein Stück weit geschafft. Hast du man verliert den Dialog mit sich. Also man lügt nicht mehr so. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Nicht lügen ist auch nicht die Wahrheit. Wenn du nicht, was bist du jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich... Also das Nächste, was ich sagen könnte, ich weiß nicht, was ich bin, aber ich weiß auch nicht, was ich nicht bin. Was macht man damit? Schwierig. Ja, das ist so, das ist neti-neti, also weder zu wissen noch nicht zu wissen, was man ist. Also man weiß nicht mehr, was man ist oder was man nicht ist. Das ist das, was Buddhas Mittelweg ist. Also wo das Sein einfach nur ist, fließt, aber nicht weiß, was es ist und was es nicht ist. Weil das ist deine Natur, das Wesen von allem, des Seins ist nicht zu wissen, was Sein ist und was nicht Sein ist. Weil das Wesen von Sein muss nicht sein, um zu sein. Das ist doch im Nichtsein. Das Wesen des Nichtseins und das Wesen des Seins. Und dieses Wesen kannst du nicht sein. Es ist einfach, es ist nicht nur einfach, es ist unmöglich, es zu verlieren. Also du kannst es nicht sein. Und das zu sein, es bedarf gar nichts. Gar keine Art von Notwendigkeit, dass sich irgendetwas wendet oder irgendwas erkannt werden muss, um das zu sein. Weil der Rest ist unter ferner Liefen, irgendwas. Kann dir den Rest nicht geben, also Rest heißt Ruhe. Die Ruhe, die du bist, kann nicht kommen durch etwas, aber auch nicht gehen. Du bist die Ruhe und nur du kannst die Ruhe sein, indem du die Ruhe bist, weil nicht indem du die Ruhe hast. Die Ruhe kann man nicht haben. Man kann auch nicht in der Ruhe sein. Also, da hört es auf. Aber die Ruhe zu sein ist deine Natur. Du bist das Wesen der Ruhe und der Wesen des Friedens. Und das ist, es gibt nichts anderes als das. Du kannst sagen, du bist das Wesen des Krieges. Dann gibt es nichts anderes als Krieg. Also wenn es nichts anderes als Krieg mehr gibt, ist auch Ruhe. Nur wenn es Krieg und Frieden gibt, das ist der Scheiß.
Wenn ich sage, alles ist scheiß, kein Problem, stinkt gar nichts mehr. Wenn alles scheiß ist, alles super. Aber wenn irgendetwas da ist, was keine Scheiß ist, dann stinkt es dir. Also wenn dies hier, ich sage, das ganze menschliche Ding, alles scheiße, aber wenn du sagst, das Gewahrsein ist kein Scheiß, dann stinkt dir Menschsein. Aber wenn das Gewahrsein genauso ein Scheiß ist wie die Menschsein, dann stinkt es halt überall. Oder nicht. Wenn es, ja, stinkt hier und es stank, es stinkt, stinkt, stank, dunk. Also es ist nur so, als dass man irgendwie so eine Ahnung von der Ahnungslosigkeit. Es ist einfach nur eine Ahnung der Ahnungslosigkeit. Weil das zu sein, was keine Ahnung hat und ahnungslos ist, also ohne vorher, ohne nachher, das ist das, was du bist. Das ist aber auch nicht das Jetzt, weil von dem Jetzt kann man schon wieder eine Ahnung haben. Ein Kind ist jetzt, ein tolles Kind, ganz toll, nein, will er noch. Sieht aus wie Eckhart. So wie Eckhart möchte keiner mehr aussehen. Deswegen ja. Verrückt. Lieber Todgeburt. Er ist ein netter Mensch, er ist wirklich ein lebenswert. Ich habe in Hamburg mal. Naja, er ist wirklich. Es ist schwer für mich, Witze über ihn zu machen, aber ich kann's. Der Ecker. Macht der auch Witze über dich eigentlich? Nee, alle vermeiden, über mich zu reden. Die kennen mich doch gar nicht. Ich hab doch längst vergessen, das war 2001. Hamburg. Mitken. Nee, weißt du, das ist auch nicht langweilig. Wenn alles das ist, dann ist das, was es sein ist, unendlich sich variieren zeigend. Ohne Anfang, ohne Ende. Es variiert ständig. Jeder Moment ist Unikat. Jeder Moment wandelt sich zum nächsten Unikat, zum nächsten Unikat. In diesem Universum von Sein. Und kein Entkommen. Und das zu sein, das kannst du halt nicht sein. Du kannst es Bewusstsein nennen, du kannst irgendwas, ich nenne es einfach gar nicht. Aber in dem zu verweilen, nämlich das, was sich nicht kennen muss, um das zu sein, was es ist. Wo gar keine Art von Notwendigkeit da ist. Keine Not herrscht. Das ist Frieden. Das ist auch also die richtige Selbstzufriedenheit, die keiner haben kann. Da, wo selbst kein Selbst hat, was Frieden braucht, da ist Selbstzufriedenheit. Aber wo selbst kennt, schon wieder alles weg. Das ist der Frieden, der, wo kann man sagen, der was nicht von dieser Welt ist. Der ist die Welt, aber er kennt die Welt nicht. Von dieser Welt. Ja, also das, der Hinweis bei meisten ist eigentlich der einzige Wesentliche, du bist in der Abwesenheit. Jede Nacht im Tief-Tiefschlaf. Das ist der Hinweis auf die Abwesenheit eines Sehenden, eines Sehen oder Gesehenen. Irgendeine Art von Anwesenheit von einem Anwesenden oder irgendetwas, was erfahren wird. Die totale Abwesenheit jeglicher Erfahrung, auch die Abwesenheit einer Erfahrung von einem Erfahrenden, von einem Ich oder Nicht-Ich, diese vollkommene Abwesenheit, was der Hinweis im Tief-Tiefschlaf ist, jede Nacht. Da bist du. Und als das zu sein, ununterbrochen, weil das ist ununterbrochen, was nicht unterbrochen werden kann durch den Tief-Tiefschlaf. Weil auch in der Abwesenheit von einem Anwesenden bist du. Und jeden Morgen fängt die Anwesenheit an. Aber durch die Anwesenheit wirst du nicht wesentlicher. Du hast hier nichts verloren. Du wirst also nichts wieder hier. Also das ist alles nur ein Spielfeld von wunderbar. Ist alles wunderbar. Du bist an der Wunderbar und brauchst gar nicht trinken, weil du gar nicht durstig bist. Aber alles ist schön, alles so schön. All is in Wonderland, also alles ist im Wunderland. Alles da, aber keiner braucht dieses. Es ist alles, du kannst alles genießen, weil du es nicht genießen musst. Das ist der Genuss. Du musst es nicht genießen. Keine Notwendigkeit des Genießens oder des Wissens oder irgendetwas, was kommen muss. Ist das nicht herrlich? Was kann es besser sein? Besser geht's nicht. Mama mia.
Aber wenn du da vorne rum und bist in der Not, das wissen zu müssen, in der Not, dass ich irgendwas wenden muss, es muss doch anders, es muss doch irgendwas anders sein, damit ich sein kann, was ich bin. Und irgendwas muss ich doch wenden zu dem und Ding. Das ist natürlich hart. Aber dem entkommst du auch nicht. Wenn du nicht in der Anwesenheit dieses ersten Bewusstseins, was ständig versucht sich zu finden, ständig versucht sich erfahrbar zu machen oder sich zu kennen, dieser Liebesbeziehung des Bewusstseins zu sich selbst, in der ewigen Liebe zu sich selbst erkundet, sich kennt, weil das ist die Liebe, die sich kennen möchte. Weil es ist dir so wertvoll, dass du auch haben willst, in Liebe haben willst. Besitzen willst heißt wissen wollen, was das ist. Und die Liebe ist der ganze Scheiß. Versuch mal, der Liebe zu entkommen. Dann könnte man vielleicht verstehen, dass Liebe die Falle ist. Aber dann nicht mehr zu lieben, ist ja dann auch wieder, aus Liebe zu mir möchte ich nicht mehr lieben. Weil dann, ich will ja jetzt nicht mehr lieben, weil Liebe lässt mich leiden. Leidenschaft. Also dann höre ich auf zu lieben. Aber aus Liebe zu mir. Ist auch schon wieder Liebe. Also versuchen wir, der Liebe zu entkommen. Also, liebe Liebenden. Mrs. Wanda. Ja, wenn ich sage, kein Entkommen, no way out. Ich meine, Service, es gibt kein Entkommen. Du kannst dir nicht entkommen. Und du wirst dich unendlich erfahren in der Liebe zu dir selbst. Unendlich. Da ist nur Selbstliebe, überall. Auch jeder Krieg ist aus Selbstliebe. Jedes Ding, alles was passiert. Jeder Baum, der wächst. Jedes Ameise, die da rumkreucht. Und jede Biene, die da... Alles aus Liebe. Scheiße, hä? Leiden aus Liebe. Die Passion Christi. Leidenschaft. Das Leiden Christi. Christis oder Christis nicht. Dann hängt er da. Das ist ja das Symbol heute. Gekreuzigt. Am horizontalen, zeitlichen. Am vertikalen, geistigen. Und am Gewahrsein des Zentrums. Solar Plexus. Hängt er da. Und noch durchs Herz gestochen, dass es auch weg ist. Dann hängt er da, Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hat er gesagt, Gott sei Dank, hat mich der scheiß Gott auch noch verlassen. Ich auch nicht. So, jetzt ist er. Oh Gott, mein Gut, dass du auch noch weg bist. Ich brauche dich ja nie. So, richtige Gotteslästerung am Kreuz noch. Und dann am dritten Tag kommt Christus wieder. Dann Christus aber. Weil der Hinweis darauf, dass du auch durch die Kreuzung, durch das Sterben nicht tötet. Dich kann nichts umbringen. Ist ja der ganze Fest des Osterns. Es gibt nur das ewige Leben. Und du bist das. Das hast du schon unendliche Male versucht, dich umzubringen. Aber der einzige wirkliche Selbstmord ist, den du machen kannst, jeden Morgen daran zu glauben, dass es dich gibt als Mensch, dass du etwas geboren bist. Das ist Selbstmord. Etwas zu sein, was leben muss, um zu sein. Etwas Lebendiges, das ist Selbstmord. Jeden Tag wird der vollzogen. 8 Milliarden Menschen und die ganzen Ameisen. Und die ganzen Gott, und Gott, wie viele, oh, Trillionen und Trillionen von irgendwelchen. Das ist Wahnsinn, ne? Totaler Wahnsinn, Irrsinn des Seins, du verirrst dich. Aber macht es dich weniger, dich verirrt zu haben? Kannst du dich im Vergessen vergessen? Oder musst du auch im Vergessen sein? Und auch im Erinnern sein? Du bist im Vergessen, wie im Erinnern bist du. Sein ist ununterbrochen. Also bist nicht weniger im sich selbst vergessen und nicht mehr im Selbsterinnern. Oder Selbstfindung wieder, Selbstdünge. Ja, und das Dharma Pada oder die Gita, das sind da eigentlich nur Empfehlungen, wie man sein oder wie eine Individualität sein kann, damit so eine angenehme Lebenserfahrung. Wie die Bibel, das sind Straßenverkehrsordnungen. Ja, nur Empfehlungen. Das sind einfach nur, wenn du, man sollte nicht rechts in London fahren, da fährt man nicht lange. Oder links in Deutschland. Also wenn du in Rom, tu wie die Römer oder so. Mach nichts. Oder irgend sowas. Sind alles nur so Verhältnisregeln, damit die Menschheit überhaupt sich nicht gleich umbringt, wenn sie sich sieht. Ja, ist so. Du sollst nicht töten. Du siehst ja überall, was das bedeutet. Du sollst nicht töten. Kein falsches Zeugnis abgeben.
Wie oft lügst du am Tag? Aber es bedeutet ja, man sollte nicht zum Ungunsten eines anderen aussagen. Falsches Zeugnis. Lügen kann man ja wie, geht man wieder, Absolution und drei Ave Maria. Und trotzdem gibt es innerhalb von dem ganzen Geschehen, was man Bewusstsein nennt, die ganzen karmischen Wirkungen. Es gibt das karmische Bewusstsein. Das Bewusstsein ist die Aktion und die Reaktion auf sich selbst. Es gibt aber kein, es gibt aber kein persönliches Karma. Es gibt das Karma des Bewusstseins, kannst du sagen. Dieser Moment in seiner Totalität ist die Aktion und der nächste Moment ist die Reaktion auf diesen Moment. Aber das Wesen dieses Momentes ist nicht verschieden von dem Wesen des nächsten Momentes. Also karmisches Bewusstsein. Es reagiert immer auf sich selbst, unendlich. Also die hermetischen Prinzipien, die wirken immer innerhalb vom Bewusstsein. Ist alles Bewusstsein ist das Wirkende, die Wirkung und das Bewirkte. Es gibt doch keinen Unterschied. Also passiert nichts. Dem blöden Bewusstsein passiert nichts. Kriegst es nicht los. Ob es jetzt wirkt oder wirkt, fühlt sich immer hermetisch oder Hermann. Du merkst, ich kann alles nicht so ernst nehmen. Ja. Aber das nehme ich ernst, dass ich es nicht ernst nehme. Da halte ich mich dran. Ununterbrochen. Ernsthaft. Aber jeder möchte ja ernst genommen werden, ne? Das wäre was, wenn man mich ernst nimmt. Aus Spaß wurde ernst und jetzt läuft er schon. Die Zeugung. Wenn Gott zum Zeugen wird, ja? Zeugen Jehovas, da stehen die immer an der Straße. Ja? Sonntags morgens um 8 klingeln. Haben so viele wütende Leute, die dann immer, ich will kein Ding. Bibelstunde. Die Welt. Jeder will die Welt retten, ne? Egal wo, egal was. Egal tolle, die neue Erde, diese ist nicht genug. Wir brauchen eine zweite. Irgendwas. Und wenn alle, wenn die größere Menge Erleuchteter wacht ist, dann, nur dann können wir die Welt retten. Und das, wir müssen ein neues Bewusstsein schaffen, als wenn das alte nicht schon doof genug ist. Noch ein döberes vielleicht. Scheuert, ne? Neue Erde. Was ist falsch oder richtig mit dieser hier? Ja? Sogar dann gab man eine Zeit den Ayashanti da. Dann dachte ich mal, der ist vielleicht ist nur irgendwas Zen irgendwann. Und dann habe ich beim Opera mal sein neues Buch verkaufen sehen. Auch dann wieder. Die Zeit ist so extrem, wir müssen das Bewusstsein dahingehend verändern und erwachen und Dinge, damit, sonst würden wir nicht mehr überleben. Da dachte ich, another one bites the dust. Wieder einer ins Gras gebissen. Ah. So alle fallen so nacheinander so durch die. Haben den Absolutheitstest nicht bestanden. Ich versuch's das gar nicht. Ja. Immer noch nichts. Soll da noch übrig bleiben. Ja, ich bin immer selbst schuldig. Ich erschlage immer einer mit einem Links und dann erwarte ich, dass sie noch Fragen haben. Ja, wenn es nicht. Aber es ist auch nicht so. Wir können das doch versuchen. Ja, es gibt nichts zu tun. Fassen wir es an. Ja, es sind die Frankfurter Schule. Kennst du die? Sponti-Sprüche? Es gibt viel zu tun. Lassen wir es liegen. Oder der neueste Dings. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wen kennst du? Ne? Irgendwelche. Muss man ja auch schaffen, das liegen zu lassen. Nee. Das. Ja, aber wenn man kann auch im Liegen schaffen. Ich bin schon vom Schlafen fertig. Würdest du sagen, dass ein Mensch, der was rein tamasisch unterwegs ist, jemals in die Richtung von dir kommen würde? Wer?
Ein Mensch, der was rein durch die tamasischen Prinzipien lebt, das reine Tamas lebt einfach. Würdest du sagen, dass so ein Mensch jemals einmal auf die Fährte kommt, was dann nicht da mündet, von dem, was du sprichst? Nee. Ich habe es auch niemals verstanden. Also wenn ich das verstehen würde, was ich sagen würde, würde ich damit angeben. Ich höre mir selbst gerne zu, weil ich es sonst nicht verstehe. Ich versuche es auch zu verstehen, was ich so sage. Oder ich habe ihn irgendwann mal aufgegeben. Ich lasse ihn einfach quatschen. Und hörst du selbst gerne zu? Ja, ich höre mir unendlich gerne zu. Das Tonband kannst du nicht hören. Bitte? Das Tonband kannst du nicht hören. Wen? Das Tonband. Nee, da bin ich jetzt, das ist ja zweite Hand. Das ist egal. Nee. Da gut. Nee. Tonband ist scheiße. Da kann man ja einen festnageln mit. Nee. Ich möchte ja immer frisch sein für mich. Nicht Konserve. Ich koche lieber selber in der Hölle. Und live kann keiner mich festnageln, oder was? Nee, das Lebendige ist dann, man kann, aber das ist dann wie so festgemacht. Da will ich nichts mehr von hören. Das ist ja auch schon passiert, das interessiert mich gar nicht mehr. Geht mir auch so. Manche die hören ja von morgens bis abends. Die haben ja nur das Ding beim Bügeln, beim Kochen, beim Ding, Kopfhörer auf und dann, die sagen, ich höre gar nicht mehr zu, aber deine Stimme. Da kann ich jetzt nicht mithalten. Die hören gar nicht mehr zu. Die hören gar nicht mehr zu. Die haben einfach nur die Stimme, solange der redet, muss ich nicht. Das ist auch für sie dann der innere, ihr möglicherweise innere Dialog hört auf, weil der quatscht ja genug. Muss ich noch nicht mitquatschen. Verstehe ich. Aber in den 70er Jahren, da hat es einmal eine Zeit gegeben, bis du nur vielleicht ein Individuum warst, wo es dir auch ein Studium... Ich bin immer noch, was soll ich, bin radikal, das sage ich dir, aber total kahl. Aber es hat einmal eine Zeit gegeben, wo du intensiv studiert hast. Nee. Ich habe nur Castaneda gelesen und wollte nur, ja... Du hast ja die Reise noch nicht nur zum Ramana-Ashram. Zum Nein, da bin ich doch erst Mitte der 90er. Ja, ist alles Aufwand. Was? Ist alles ein Aufwand. Nee, da war ich doch, da habe ich doch nichts mehr gewollt. Es passiert doch eh alles von alleine. Man muss doch gar nichts machen. Jede Aktion ist doch schon längst passiert. Totale Anstrengungslosigkeit. Ich bin einfach so faul, dass ich... Ich bin sogar zu faul zum Faulsein. Das ist mein Problem. Weil Faulsein ist schon ganz anstrengend. Also wenn du eine Idee von Faulsein hast, ist es sehr anstrengend. Aber deine Natur ist Faulsein. Das macht nie was. Es passiert alles von allein, alles wie von selbst. Es ist wie das HB-Männchen. HB rauchen und genießen. Geht alles wie von selbst. Guck, beobachte, es ist alles schon passiert. Wer strengt sich denn an? Wer entscheidet denn was? Ein Ausweg nach Indien oder Dings oder bei Beisgeist und dann sagt er, ja, Ramana und der Berg sind mein größter Einfluss. So, ja, dann fahre ich mal zum Berg, wie der aussieht. Man kriegt immer so eine Information, so einen Anstoß, als wenn ein Billard-Ding und einer stößt den anderen an, dann kommt das wieder. Als wenn ein Moment die Totalität entscheidet, genau dann, wer spielt da Billard, wer ist die Kugel und wer ist das Törschel und wer, keine Ahnung. Alles schon passiert. Der ganze Film ist gedreht. Man kann einfach nur noch sich genießen. Und wenn du dich nicht genießt, es gibt keinen anderen, der dich genießen könnte. Und das wird eine Zeit lang dauern, ich sag's dir, es könnte ewig sein. Also wenn du dich nicht genießt, indem du das bist, was du bist, was dich gar nicht genießen muss, um zu gewinnen, dann, naja. Nur du kannst sein, was du bist, kein anderer für dich. Und ob Ramana das war, oder Nagata, oder Balsika, oder irgendwas mal erfunden, ist vollkommen irrelevant. Es kommt nur auf das an, was du bist. Aber Nisargadatta hat es trotzdem einmal als Lehre mal verkauft, mit dem ich bin, zu Beginn. Ja, aber hat hinterher gesagt, dass IMZ, es war nur esoterische Scheiße. Ja. Ja. Hat er gesagt. Da habe ich es nur eine Blume gemacht, damit die Bienen kommen. Damit der Nektar riechen. Weil das ganze IMZ ist nur esoterisch. Stimme ich ihm bei. Ist nur damit man ihn mal besucht. Er hat nur gesagt, er müsste zu mir kommen und
vor mir sitzen und. Erscheint Botschaft. Nee, ist einfach nur eine Blume, die den Geruch, damit die Biene kommt. Damit sie dann befruchtet wird. Bestäubt, wie war das? Irgendwas. Damit irgendwas passiert. Ich muss noch mal meinen Sexualunterricht. Nein, zurückzukommen. Wenn es gibt nur einen Meister, das bist du selbst. Es gibt das ganze andere Geschwafle von irgendwem, das sage ich auch, was ich sage. Das ist vollkommen irrelevant für dich. Es geht nur um, also das zu sagen, was du bist. Und das kann dir keiner geben, das kann dir keiner nehmen, das kann kein Geschwafle von irgendwem oder kein Buch oder irgendetwas, was hier ist. Das, was du hier und jetzt bist, was du ununterbrochen warst, was du bist, was du sein wirst, das ist das, wenn überhaupt, das Einzige, was dein absoluter Referenzpunkt sein sollte. Und nicht irgendetwas anderes. Ja, und gleichzeitig ist Gewahrsein, Bewusstsein und Unbewusstsein. Das ist vollkommen irrelevant. Nee. Vergiss es einfach. Sei einfach das, was du nicht sein kannst. Weil das, was du ununterbrochen warst, das bist du. Der Rest ist unter ferner Liefen. Das ist alles, genau wie die einzelnen Wehen, die ganzen Bücher, die sind im Endeffekt zum Toilette, zum Arsch abwischen. Okay. Aber nicht dich zu irgendetwas zu bringen, was du bist. Die haben keine Relevanz für dich. Nichts von dem. Das wird immer nur leicht hingewiesen am Rande. Dass ja, hingewiesen. Ja, das ist, dann sagen wir, ich bin nur der Milestone, ich bin nur das Hinweisschild, wo es lang geht. Aber wo geht's denn hin? Wir denken immer, da geht's irgendwo hin. Wer weiß denn die Hinweise? Sind die denn weise genug, die Hinweise? Sollst du weise werden? Was machst du mit deiner Weisheit dann? Der Weisheit letzter Schluss, was machst du mit dem? Erschießt du dich oder was? Der Weisheit letzter Schuss. Der Kopf schafft es nicht. Das halte ich im Kopf nicht aus. Puh. Bang. Das kann doch keiner ertragen. Das meinst du, wie viele das gemacht haben? Die dazu, das gibt sogar einen Begriff für. Philosophischer Suizid. Ja, es ist in der Psychiatrie ein Begriff. Die Philosophie, wenn du siehst, die Sinnlosigkeit, die begegnet dir in allem, alles ist leer, alles ist Sinnlosigkeit und dann peng, da gibt es dann den Begriff philosophische Suizide, Selbstmorde. Die können sie nicht heilen, es gibt keine Heilung dafür. Alle Psychiater, wenn der merkt, du bist ein philosophisches Dilemma, schmeißt er dich raus, weil er kann dir nicht helfen. Keiner kann dir helfen. Besonders, wenn du jetzt eine Beziehung Krise hast oder Arbeit, da haben sie dann gute Kundschaft. Da haben sie auch Hilfsmittel für Burnout, für den ganzen Scheiß, ne? Burnouts. Aber wenn du in der Hölle bist, der Sinnlosigkeit, da kann dir keiner helfen. Dann gibt es meistens die dann nicht um die Unerträglichkeit durch irgendetwas abkürzen. Unendlich. Ist bekannt. Habe ich mich mit auseinandergesetzt. Ja, ist verrückt, ne? Weil es gibt, wenn du wirklich dahin guckst, wenn du wirklich in dieses philosophische Dilemma gerätst, zu sehen, dass es alles Gott leer ist, auch wenn du dem Buddhisten folgst, alles ist Leere, die Weisheit der Leere. Als Mensch ist es doch unerträglich. Gar kein Ansatz mehr ist für irgendetwas zu tun, keine Freude an deinem neuen Mercedes oder so. Kaufst dir Mercedes und. Oder neue Freundin, auch die schon wieder. Neuer Mann, der kann es ja auch nicht. Keiner bringt es mir. Ostern hat auch, die Eier waren nie so schön. Das total pessimistische Dilemma der Leere. Passiert ja wieder nichts. Morgens aufwachen, war was. Dann gibt es die großen Fressalien von vielen, dann mehr ist mehr. So, die Leere füllen. Fernsehen bringt es auch nicht mehr. Ausschalten. Schon zweimal vom Balkon, aber ist leider Erdgeschoss gesprungen. Ich habe mir erinnert, ich hatte mal eine Freundin Anfang der 90er, die war auch
die hatte diese Rebirthing-Dinger, wo man, was auch immer, wo man sich reinhechelt in seine vorigen Leben, so. Also meine Psychotherapie darüber. Und jedes Mal, wenn ich mit der im Bett lag, jede Nacht habe ich dann von Morden, also dass ich ermordet wurde oder ich Leute ermordet habe, ständig den ganzen, ich zu Anfang dachte, boah, das ist ja total anstrengend, das ist ja nein, furchtbar, das ist ein Albtraum. Aber nach so ein, zwei Wochen, boah, mal gucken, wie ich heute sterbe. Mal gucken, wen ich heute umbringe. Auf einmal war so eine Freude drin, so in diesem oben erstochen, unten da und dann Schuss mal gehängt. Das fühlt sich alles dann nicht so schlecht an. Ich meine, war das jetzt eine Vorbereitung auf irgendwas oder einfach nur der Film? Oder die Frau, die mit ihrer Resonanzfeld mich da in die ewigen Jachtgründe geschickt hat ständig. Und nichts passiert ist. Möglicherweise müsste noch tausendmal sterben, damit er merkt, es passiert ja gar nichts. Wer weiß? Schlaf ist Bruder, der Tod. Da wacht man nur nicht in diesem Ding auf, sondern immer kommt der nächste Scheiß. Du hast alles vergessen. Das Schlimme ist, alle Erfahrungen, alles, was du gelesen hast, alle tiefen Realisationen, sind alle weg, wenn dieser Körper weg ist. Das hat keine Belang, totale Belanglos. Du warst der Weiseste unter der Weisen, der Realisierteste unter der Realisierten, der erleuchtete Leuchtkörper der Welt. Und dann ist das Ding weg, alles für nichts. Als wenn nichts passiert ist. Ist das nicht wunderbar? Da muss man auf keinen Neideschein oder kein Ding und der große Meister von Ding und so. Körper weg, alles weg. Festplatte weg, alles weg. War nichts. Kein Backup-Ding, kein Cloud. Alles nur geklaut. Alles nur geklaut. Ja, kein Cloud, wo du das Backup machen kannst, wo du dann so zurückholen kannst, deine Erfahrungen aus deinem vorigen Leben und so. Und tralala. Denken ja viele, ne? So, wie viele Leben ich da verbracht habe auf dem Himalaya, wo alle Lügner sind. Himalaya und die Dandalaya. Was für eine Leier, immer die gleiche Leier, die Lüge in sich durch sein. Die weiße Bruderschaft, da habe ich gesessen mit der weißen Bruderschaft für Jahre, Jahrzehnte und die haben mich unterrichtet in den Schneeflocken, Unikaten. Da habe ich die Schneeflocken versucht zu zählen, ich bin nicht weit gekommen, da habe ich gemerkt, aber die sehen alle anders aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber man denkt wirklich, man hat was, man kann irgendwas mitnehmen, ne? Irgend so ein Scheiß, was man hier jetzt bei irgendeiner Meditation, man so tief in sich versunken war und in diese Leere meditiert hat und Ding und wirklich keinen gefunden hat und ach, ich sag mal, stell dir vor, du bist erleuchtet und weißt dein Ding und keiner will es wissen. Deine Freunde, auch er schon wieder. Das war letztes Jahr auch schon. Und dann niemals du. Ich glaube, du willst noch niemals wissen, wer du bist. Das ist möglicherweise eher der Fall. Weil das, was du bist, hat absolut kein Interesse an dir. Das kann dich nur nicht vermeiden. Das ist alles. Du bist einfach eine kleine Unvermeidbarkeit. Mehr ist nicht. Ja, das Wichtigmachen stirbt immer mehr. Weißt du, das Sterben aber. Aber es ist sich wichtig machen, das verliert sich immer mehr. Aber dann ist man besonders wichtig, weil man nicht mehr wichtig ist. Haben wir sie erwähnt extra? Ja, sagt ihr. Ich war auch mal wichtig. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr wichtig. Bist du etwa noch wichtig? Kann man ja dann auch so einen Sport draus machen. Ne? Wer ist der Unwichtigste? Oder wer ist das größte Nix? Oder? Ich sprich von dem, das, was man jetzt nicht extra erwähnt. Das, was einfach ist dann. Ja, in dem Moment erwähnt, sollte einem der Scheiß schon auffallen. Wie man dann vor sich. Und genießen, dass man die Dummheit nicht wegkriegt. Man ist so dämlich, von Grund auf dämlich, dass man ständig dann auf sich bezieht und man kann nicht anders. Und immer die Geschichte weiterführt. Wie so eine Perlenkette, die man um seinen Hals trägt. Mit seiner Seele. Und
irgendwann stolz darüber, dass man keine Perlen mehr hat, nämlich keine Geschichten, aber die Seele hängt einem noch im Hals raus. Immer wieder bereit, wieder Perlen aufzusammeln. Auch eine, also eine Seele ohne Perlen ist immer noch zu viel Seele. Immer noch zu viel Psyche, und wo Psyche ist, ist Psychiatrie. Wahnsinn. Sprichst du um Gewahrsein? Ja, Psyche. Die Psyche an sich. Wo Psyche ist, ist Psychiatrie. Bist du doch. Irrsinn. Verirrung. Alles Verirrung. Aber was du bist, ist doch, hat doch keine Psyche. Dann sprechen sie von der Urseele, die Urpsyche. Ha. Dann ist schon Gott der Psychiater oder was? In seiner eigenen Psychiatrie, kann man ja drüber reden, ne? Psycho. Talking Heads, Psycho. Wie ist der? Psycho. Psycho-Killer. Massenmörderer. Buddha war doch dieser Massenmörder, der dann vor Buddha niedergefallen ist und sagt, ich habe noch ein paar angebracht und du bringst ja alle um. Schöne Geschichten, ne? Manche Sachen, die Buddha gesagt hat, die waren okay. Wenn er sie gesagt hat. Ich glaube dem ja alle nicht. Das sind übrigens Überlieferungen für Überlieferungen. 200 Jahre nach seinem Tod haben sie sich zusammengesetzt und haben darüber nachgedacht, was hätte Buddha sagen können. Da haben sie Buddhismus dann immer erfunden. Aber manche sagen so, I preached 40 years and haven't said one word. Also ich habe 40 Jahre gepredigt, habe aber kein Wort gesagt. Das finde ich dann ganz gut. Hört sich doch gut an, ne? Leere Worte. Leere Redner, leeres Reden, leere Hörer. Liebe Hörer, schwarz hören und sehen. Wer ist es? Dann sind die Worte, die was er spricht, die was mit nichts in Resonanz gängen, an die Wahrheit, weil es auf nichts ausgelaufen. Also das, was Resonanz, wo du Resonanz spürst, ist es nicht. Weil das, was du bist, kann nie in der Resonanz mit sich selbst sein. Weil das Selbst kennt keine Resonanz. Der Frieden hat keine Resonanz. Da, wo das Sein ist, das Sein kann nicht auf sich selbst resonieren. Alles, was Resonanz ist, ist Traum. Also Verwirklichung. Nenn es, was du willst. Das Bewusstsein. Also für Resonanzen braucht es zwei. Und da, wo nicht zwei sind, das ist Non-Dualität, gibt es auch keine Resonanz. Du kannst nie in Resonanz mit dir selbst sein. Unmöglich. Und wo es einen gibt, der Resonanz mit, dann ist es ein Phantom in Resonanz mit einem anderen Phantom oder mit einem, was auch immer, etwas anderem. Und das ist Traum. Der Traum von Zweiheit, der Traum von irgendetwas. Also. Ich kann nicht resonieren. Ich sitze hier und sage, freu dich, dass du dich nicht spüren kannst. Weil alles, was du spüren kannst, besonders den Spürer, den du spüren kannst, ist ein Spürhund, der nie, der stinkt. Das spüre ich. Spürst du noch was oder lebst du schon? Emotionen. Der Jiddu, wo Emotionen sind, ist keine Liebe. Haben sie natürlich viel gedacht. Was heißt das jetzt? Hört sich gut an, ne? Wo Emotionen und Zuneigung, Abneigung sind, gibt es keine Liebe. Emotionen gibt es nur unter zwei. Was machen wir mit dem Emotionskörper? Munition. Munition des Seins, der Emotionskörper. Er ist zum Schießen. Ayurveda. Hast du noch Veda oder nicht? Ayurveda. Weil wenn sie zwei treffen, sprechen sie meistens, wie es ihnen geht. Ne? Wie tut es bei dir noch weh? Ayurveda. Zwei Wehwehchen treffen sich. Wie geht's dir denn heute? Hast du Zeit? Ein paar Stunden. Da will es keiner mehr wissen, ne?
Oder manche machen dann die Jauchegrube auf und dann wirst du überschüttet mit dem ganzen Scheiß. Boah. Hätte ich bloß nicht gefragt, denkst du. Oh, ich muss, ich habe einen Termin. Keiner will es wissen. Ne? Ja. Noch irgendwas zur Beerdigung, zur Kreuzigung. Aber Beerdigung ist auch ein schönes Ding. In Indien gibt es ja den berühmten, da will, wenn du den Schatten verlieren willst, dein Bewusstsein oder dein Ego oder dein Ding, dann gräbst du eben dir sehr tief ins Dings rein und dein Wissen und dein Grab wird tief ausgehoben und dann siehst du da unten in der Dunkelheit und tief, da ist nur noch Dunkelheit, Leere. Da siehst du auch keinen Schatten mehr, weil in der Dunkelheit ist der Schatten auch verschwunden, in der Abwesenheit. Und dann schüttest du das Grab schnell wieder zu und machst es schnell und Augen zu und du, bloß weg, jetzt habe ich meinen Schatten verloren, jetzt ist er weg, jetzt habe ich ihn weggekriegt. Und was machst du? Auge, oh, wo ist dein Schatten? Auf dem Grab. Schon fängst du wieder an zu buddeln. Und das ganze Bewusstsein ist ein Schatten deiner selbst. Und den wirst du nicht wegkriegen. Dann buddelt man weiter. Das ist der, ja, wie ist der, wer baggert da, wer spät im Baggerloch? Mike Krüger. Mike Krüger. Das ist der Bodo. Bodo der Baggerloch. So, das sind nur noch auf diese dummen Dinger. Dann sind dir die dummen Sprüche genauso wert wie die sogenannten tiefgründigen irgendetwas. Ja, noch irgendwas? Ja? Ah, du zeigst auf die berühmte Uhr. Ja, dann 1 Uhr morgen, ne? 1 Uhr. 1 Uhr morgens? 1 Uhr morgens. Okay, dann uns ja. Wer ja, um 1 Uhr da ist, dem sage ich dann, wie es wirklich ist. Mein Schild draußen dunkel. Okay. Morgen ist ja Zwischenzeit. Zwischen den. Morgen werden auch Eier geblasen.